Ist ja nun wirklich eine bemerkenswerte Zeit in der Bundespolitik. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Wir erwarten morgen, morgen ist ja Donnerstag, die nächste Regierungserklärung der Kanzlerin zum Thema Covid-19, Corona. Zur Stunde tagen ja immer noch die Länder, ich glaube, sie tagen immer noch die Ländervertreter mit der Bundeskanzlerin, um nochmal zu verfügen, dass die Corona-Beschränkungen weitergeführt werden sollen, verlängert werden sollen, dass die Menschen sich im Endeffekt nicht treffen sollen, nicht sehen dürfen, nicht mit einander irgendwie Freizeit verbringen sollen, sondern arbeiten gehen, das geht noch in Ordnung, Freizeit geht nicht in Ordnung. Und diese Einschränkung der Grundrechte, die hat sich ja nun wirklich auch auf eine Art Klimax begeben in der vergangenen Woche, als das Infektionsschutzgesetz beschlossen wurde im Deutschen Bundestag. Es wurde vorgelegt in Rekordzeit. Detlef, du wirst wahrscheinlich sehr viele Details dazu wissen und gleich sagen können. Es wurde in Rekordzeit vorgelegt, in Rekordzeit durchgeprügelt und hat richtige Hämmer drin. Da nicht nur dieser Artikel 7, der berühmte, in dem steht, dass Grundrechte wie das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, das also persönliche Grundrechte und so weiter eingeschränkt werden sollen und können, sondern das sind auch noch die Paragraphen 28a und 39, die es in sich haben, weil dort in wirklich einzigartiger Art und Weise Kriterien oder Möglichkeiten festgelegt worden sind, wie die Freiheiten der Bürger zu beschränken sind. Ja, mit Abstandsgeboten, mit Maskenvorschriften, mit Hygienevorschriften, mit der Möglichkeit der Gewerbe- und Betriebsuntersagungen. Ja, Paragraph 39 geht dann um Reisende und die Tatsache, dass Beförderungsunternehmen wie die Bahn, wie Busunternehmen, wie Airlines und so weiter ein ärztliches Attest verlangen können und gegebenenfalls müssen, um Leute, die letztendlich aus dem Ausland nach Deutschland zurückbefördert werden wollen, damit die überhaupt befördert werden können. Sonst bleiben diese Leute sozusagen auf der Strecke. Und dort bereits erwähnt eine potenzielle Impfdokumentation, dort erwähnt, wie gesagt, das ärztliche Attest oder irgendwelche Testergebnisse, die aber natürlich auch nicht immer so einfach beizubringen sind. Ja, und das alles, solange der Bundestag die epidemische Notlage von nationaler Tragweite festgestellt hat. Das hatte er am Mittwoch. Und ab da gilt dieses Gesetz mit Infektionsgrenzen, die nun wirklich lächerlich sind. Innerhalb von 7 Tagen, wenn es 0 bis 35 bis 34 Neuinfektionen gibt, gibt es einfache Maßnahmen der Beschränkung. 35 bis 50 heißt es, glaube ich, schwerwiegend und ab 50 extrem eingreifende Maßnahmen. Das bedeutet im Prinzip in fast jeder Lebenssituation, solange diese Lage, diese epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt ist, wird in das Leben der Menschen massiv eingegriffen, werden die Grundrechte der Menschen in Deutschland massiv beschränkt und das ist das, was letzte Woche beschlossen worden ist. Übrigens zum großen Missfallen, und jetzt leite ich mal kurz über auf dieses Europa, auf den europapolitischen Aspekt, zum großen Missfallen tatsächlich der europäischen Institution, zumindest des EP und des Europarats. Die haben nämlich bereits mehrere Resolutionen verabschiedet und mehrere Einschätzungen gegeben, dass die Demokratie und die Grundrechte in einer Art und Weise ausgehöhlt werden, dass die europäischen Werte, wie die das immer gerne nennen, in Frage gestellt werden. Wir haben also, wir sehen eine deutliche Aushöhlung selbst des demokratischen Systems, selbst der demokratischen Struktur unseres Landes und wir sehen das jetzt ja gerade auch auf einer Veranstaltung wie dieser hier. Ja, da wären normalerweise 50, 60 Leute da. Und wir sehen überall an allen Orten, dass die Zahl der Besucher abnimmt. Mit der abnehmenden Zahl der Besucher nimmt aber auch die Möglichkeit des Austausches ab, nimmt die Möglichkeit der Kommunikation ab. Wird demokratisches Leben eingestampft, denn zum demokratischen Leben gehört es dazu, dass man mal am Stammtisch politisiert, dass man irgendwo im Wirtshaus politisiert, dass man sich mit seinen Freunden trifft und mal gewisse Dinge bespricht, was ich vielleicht am Telefon nicht so gut machen kann oder per Skype. Ja, und das gehört einfach dazu, dass man sich sieht und wenn ich daran denke, dass wir in 2 Tagen einen Parteitag beginnen, insbesondere am Wochenende jetzt in Kalkar und uns wird vorgeschrieben, dass wir von früh bis spät auf dem kompletten Gelände durchgehend Masken zu tragen haben und diese also quasi nicht abnehmbar sind,
dann wird jegliche Kommunikation auch unter den Delegierten, die sich ja dort versammelt haben, um eben just über die Politik der AfD in der Zukunft zu reden, dann wird das alles unterbunden. Es wird reduziert auf den direkten Vortrag am Mikrofon, es wird reduziert auf die direkten sozusagen offen oder öffentlichen Veranstaltungen, auf das Tatsächliche, und der Rest wird vernachlässigt. Und im Windschatten dieser ganzen Geschichte laufen auf europäischer Ebene unvorstellbare Sachen. Da wird auf der einen Seite ein European Green Deal durchgedrückt. Den hatte sich ja die Ursula von der Leyen bereits im Oktober letzten Jahres ausgedacht, als sie zur EU-Kommissionspräsidentin, ja gewählt, kann man nicht sagen, ernannt worden ist. Da hat sie plötzlich gesagt, ja, ich brauche wir wollen klimaneutral werden und wir brauchen jetzt einen European Green Deal und ich brauche 1 Billion Euro, um den umzusetzen, damit wir klimaneutral werden, damit wir Heizungssysteme verbieten, Verbrennungsmotoren verbieten und so weiter. Also alles, was fossil ist, soll verboten werden. Und hat jeder gesagt, du bist verrückt, Urschi. Ja, ein halbes Jahr später kam der Corona-Lockdown und was kam dann? Ein Wiederaufbaufonds. Plötzlich kam Merkel raus mit der Idee, 500 Milliarden Euro für einen Wiederaufbaufonds für die Schäden nach dem Lockdown. Macron war sofort dafür. Natürlich, Merkel und Macron arbeiten ja immer im Tandem. Und dann kam Ursula von der Leyen und hat gesagt, das ist eine tolle Idee, wir legen gleich mal 250 Milliarden obendrauf. Dann waren es 750 Milliarden Wiederaufbaufonds, auch Next Generation EU genannt. Ja, und was steht da drin, wenn man ihn liest? Ein ganz hoher Prozentsatz aller Ausgaben müssen rein Klimazielen zugutekommen. Die haben gar nichts mit Wiederaufbau zu tun. Die haben nichts mit wirtschaftlicher Stärkung zu tun. Die haben mit Klimaideologie zu tun. Die haben damit zu tun, dass der Green Deal, den Ursula von der Leyen erst nicht durchgebracht hat, so durch die Hintertür durchgesetzt wird. Und in geradezu europarechtsbrechender Art und Weise wurden hier Mittel am Finanzmarkt aufgenommen, Schuldtitel im Prinzip ausgegeben, die gemeinschaftliche Schulden darstellen. Gemeinschaftliche Schulden sind nicht gestattet in der Europäischen Union. Hier sind sie eingeführt worden und das natürlich mit dem Ergebnis, dass wir in eine völlig neue Dimension der EU-Verfasstheit eintreten. Und darauf zielen sie ja die ganze Zeit, auch mit qualifizierten Mehrheiten, die sie haben wollen, dass die Europäische Union eben keine Organisation mehr ist souveräner Mitgliedstaaten, sondern selbst zum Staat wird. Mit dem Recht, Steuern zu erheben, mit dem Recht, Regulierungen vorzugeben, mit dem Recht auch übrigens in der Sozialpolitik mitzumischen. Das ist der nächste große Punkt, den die EU für sich beansprucht. Völlig ungeachtet der Öffentlichkeit wird ein Rahmen verabschiedet, ist es gerade im Prozess, für Mindestsicherungssysteme und Mindestlöhne. Da will in Zukunft die EU-Kommission mitreden, ob ein Mindestlohn, der auf nationaler Ebene etwa von Tarifparteien ausverhandelt wird, angemessen ist. Und wenn er nicht angemessen ist, kann man bis zum EuGH hochklagen, um sich einen angemessenen Mindestlohn einzuholen. Lauter solche Dinge passieren im Hintergrund, ohne dass die Menschen letztendlich es mitbekommen, ohne dass die Leute es sehen. Und die Europäische Union besorgt sich übrigens in weitgehender Absenz des Europäischen Parlaments, denn die dürfen nämlich gar nicht nach Brüssel kommen wegen Corona. Die dürfen auch nicht von zu Hause abstimmen, sondern sie müssen in die Vertretung fahren der Europäischen Kommission. Eine ist davon in München und ich glaube, eine ist in Köln, die man ansteuern kann. Also selbst die in Berlin, da geht das nicht. Und wenn man als Abgeordneter im EP sein Stimmrecht wahrnehmen möchte, dann muss man in die Kommissionsvertretung in seinem Land fahren, statt nach Brüssel, um überhaupt an den Abstimmungen teilnehmen zu können. Völlig krank. Im Endeffekt sind nur noch 2% aller EU-Parlamentarier im Moment abstimmungsberechtigt. Und so wird Politik gemacht. In Corona-Zeiten, da werden Dinge durchgedrückt, die das Gesicht der Europäischen Union maßgeblich verändern können, die damit natürlich auch direkt das Gesicht Deutschlands verändern, weil wir letztendlich unfreier werden in unseren Entscheidungen, weil wir unfreier werden in unserer Haushaltsgestaltung, weil immer mehr Regularien von oben kommen. Und Corona wird dazu missbraucht, auf der einen Seite einen Lockdown durchzuführen, den es in dieser Form gar nicht gebraucht hätte. Und auf der anderen Seite, um auf europäischer Ebene Dinge durchzudrücken, die kein Mensch wirklich will und auf die im Moment auch keiner wirklich achtet. Das ist wie 3 WMs hintereinander. Wir wissen, dass da bekanntermaßen immer wieder Schweinereien durchgedrückt worden sind. Jetzt ist Corona dran und dieser Zustand soll ja auch noch deutlich weiter verlängert werden. Da wären wir wieder bei Corona. Ich gebe jetzt einfach
das Mikrofon direkt weiter an dich, Detlef. Vielleicht möchtest du auch ein paar Takte dazu sagen. Und dann schließen wir den Rahmen und reden einfach immer irgendwie weiter. Und dann gibt es auch Frage- und Antwortmöglichkeiten natürlich im Anschluss. Detlef, danke, dass du heute hergekommen bist. Ich muss es vielleicht noch hinzufügen. Detlef Spangenberg ist Leiter des Arbeitskreises Gesundheit in unserer Fraktion. Ich bin wirklich stolz auf ihn, auf seine Arbeit. Ursprünglich sollte mich ja Corinna Miazga heute hier begleiten, die ist aber krankheitsmäßig leider ausgefallen und ich bin sehr froh, dass Detlef Spangenberg kurzfristig eingesprungen ist. Der wusste nicht, was ihn hier erwartet. Ich habe ihn jetzt kurzerhand aus Berlin Mitte mitgenommen in meinem Auto und er wusste gar nicht, wo wir hinfahren. Passt also alles. Danke, dass du da bist, Detlef, und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Jetzt warte ich. Ja, ebenfalls von mir herzlich willkommen. Wie gesagt, ich hatte gerade noch eine Rede zu dem Beruf des Heilpraktikers. Wir möchten gern, dass der Beruf erhalten bleibt. Und die Regierungskoalition, die hat im Moment Bestrebungen, diesen Beruf langsam so auslaufen zu lassen. Da sind die Ärzteverbände dahinter, die das ein bisschen als Konkurrenz sehen. Wir sind aber der Meinung, bei dieser Nachfrage bei Heilpraktikern ist das wirklich eine Sache, die wir erhalten sollen. Sie ist auch einmalig in anderen Ländern teilweise verboten. Bei uns eine große Nachfrage und deswegen, wie gesagt, setzen wir uns dafür ein. Ja, die Frage bei den Corona-Maßnahmen ist eigentlich, was ist mit der deutschen Bevölkerung los? Das ist die Frage, die keiner beantworten kann. Wo marschieren wir hin? Alle machen mit. Keiner denkt drüber nach, kann man sagen. 80% der Wahlbevölkerung, ich hatte gerade mit Norbert im Auto gesprochen, haben diese Regierung gewählt. Jetzt meckern alle. Ich frage immer, wo sind denn die, die eigentlich die nun gewählt haben? Die finden wir nicht. Die meckern alle und alle haben ihr Kreuz gemacht an dem Wahltag 2017. Das ist das Erstaunliche. Die Corona-Maßnahmen, da gibt es natürlich sehr viele Verschwörungstheorien. Warum wird das überhaupt gemacht? Ist es eine Testrunde? Wie weit kann man ein Volk in irgendeiner Form einengen? Wie weit gehen die mit? Wie weit lassen sie sich runterdrücken? Wie weit lassen sich demokratische Rechte, sofern sie überhaupt noch vorhanden sind, eindämmen oder einschränken? Da wird darüber gemunkelt. Die einzelnen Paragraphen, die wir hier drin haben, sind natürlich wirklich gewöhnungsbedürftig. Wer sich das mal angeschaut hat, der Paragraph 5 im Infektionsschutzgesetz, war ja schon mal drin, dass die WHO entscheidet, wann eine Pandemie oder Epidemie stattfindet. Pandemie in dem Fall. Den haben wir rausbekommen im Gesundheitsausschuss, haben alle protestiert und die CDU hat sich damals noch nicht so sicher gefühlt, im März oder Mai, wann das war. Und da ist er wieder rausgeflogen. Jetzt ist er als Definition wieder drin. Das heißt also, wenn die WHO sagt, irgendwo auf der Welt ist eine ansteckende Krankheit unterwegs, dann lösen wir das aus und schon kann die Bundesrepublik Deutschland sagen, hallo, die WHO hat das gesagt, wir lassen jetzt mal wieder die Katze aus dem Sack, wir schränken mal alles ein, so wie wir das zurzeit sehen. Paragraph 5 ist das im Infektionsschutzgesetz. Wir haben weiterhin natürlich auch im 28a, was Norbert schon angesprochen hat, sehr abenteuerliche Paragraphen drin, zum Beispiel, das müsste da Paragraph 5 sein, da ist zum Beispiel Folgendes, dass die Maßnahmen zwar befristet sind, aber jederzeit verlängert werden können. Und ich habe die Regierung gefragt, in der Anhörung im Ausschuss danach, wer hebt denn die Befristung auf, beziehungsweise wer verlängert die denn? Da ging große Gekrummel los, keiner konnte eine Antwort geben. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn natürlich der Verordnungsgeber, also in der Verordnung, die selber verlängern kann, dann ist sie ja völlig sinnlos. Was habe ich dann von der Befristung? Das Parlament muss aus meiner Sicht, aus unserer Sicht gezwungen sein, darüber zu verhandeln und nicht, dass ein Antrag gestellt wird, der dann von der Regierungskoalition abgelehnt wird, über die Verlängerung zu debattieren, sondern automatisch nach jeder Beendigung muss das Parlament zusammentreten, das ist unsere Forderung, damit wir zumindest den parlamentarischen Ablauf haben. Erste Lesung, Ausschuss, zweite, dritte Lesung, Abstimmung. Da kommen wir zwar auch nicht weiter, weil die haben ja nun mal die Mehrheit, aber wir haben die Öffentlichkeit dabei. Es wird diskutiert, das ist entscheidend dabei. Also, wie gesagt, es steht im Moment so drin, aber es steht aber nicht drin, dass das Parlament über diese Verlängerung entscheiden muss. Da müssen wir unbedingt nochmal sehen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Im Paragraph 7 des Infektionsschutzes, im Absatz 7 vom 28a steht drin, dass, wenn die Bundesrepublik durch den Bundestag selber die Lage aufhebt, können die Länder eine eigene verkünden. Auch toll. Das heißt also, wir stellen in Berlin fest, wir haben keine. Da kann also hier Baden-Württemberg oder Brandenburg sagen, nee, wir stellen mal fest, dass wir eine haben. So steht es im Absatz 7. Abenteuerlich auch zum Beispiel Arzneimittelgesetz.
eine folgende Regelung. Wir kennen ja alle die berühmten Beipackzettel. Wenn man die gelesen hat, wurde man schon krank, weil man dachte, um Gottes Willen, wenn du die Pille nimmst, solltest du gar nicht machen. Jetzt auf einmal muss der nicht mehr dabei sein. Geht. Die Regierung kann sagen, in einer Situation brauchen wir keinen Beipackzettel, gehen wir raus. Und jetzt kommt es noch dicker. Er muss, wenn überhaupt einer da ist, muss er nicht mal in deutscher Sprache sein. Können wir in Arabisch kriegen. Sollen wir uns dann so mal langsam dran gewöhnen, dass wir die Schriftzeichen können, ne? Einigermaßen. Also haben wir es dann da. Also es sind lauter solche Dinge, die da drin sind. Und wie gesagt, man ist eigentlich fassungslos, was für Leute dort im Bundestag sitzen. Wir haben uns, wie gesagt, unterhalten und wir sind beide der Meinung, also ich sage es deutlich, so viel unfähiges Volk habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen seit meinem Einzug in den Deutschen Bundestag. Wenn man dort rüber schaut, das sind alles Leute, mit denen würde man im privaten, normalen Leben überhaupt nicht reden. Aber man muss gezwungenermaßen sich das anhören, was die von sich geben. Es ist ganz, ganz schlimm. Wir haben natürlich, wird in deinen Ausschüssen nicht anders sein, oder vielleicht ist es dort nicht so, eine absolute aggressive Haltung gegen alles, was wir sagen. Ich sage immer, ich könnte das Programm der SPD vorlesen, da wird nie dagegen stehen, weil ich es mache. Ja, also wir haben teilweise sogar Anträge, die fast wortgleich sind. Da sind die dann in Not, da sagen die, das meinen sie ja gar nicht, was sie hier beantragen, deswegen stimmen wir dagegen. Oder unser Antrag ist besser, da ist ein Artikel mehr drin irgendwie, oder ein anderes Wort. Also es ist überhaupt keine Kooperation dabei auf demokratischer Grundlage. Das sind alles nur Ideologen, die eine panische Angst vor der AfD haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Angst vor unserem Auftreten. Und jetzt ist was ganz Interessantes, bei uns zumindest im Gesundheitsausschuss. Spahn ist ein sehr, sehr geschickter Politiker. Es ist der einzige Politiker im ganzen Parlament dort, der uns immer einbezieht, zumindest uns im Gesundheitsausschuss. Also er sagt immer im Ausschuss, die anderen kriegen da immer so einen Hals, ich möchte gerne mit allen reden, oder hat zu mir sogar mal persönlich im Kreis aller gesagt, als ich ihn ansprach, dass er die Arzneimittelproduktion nach China, Indien und Pakistan ausgelagert worden ist und wir nun dastehen und keine eigene Industrie mehr haben. 48 Wirkstoffe in Wuhan waren ja weg, kamen nicht rein und wir standen da und hatten keine Möglichkeit der Medikamentenproduktion. Da habe ich gesagt, wie sehen Sie das? Wie muss er zurück? Da sagt er, da haben Sie vollkommen recht, das muss umgesetzt werden. Das hat er im Beisein aller anderen Parteien gesagt, das macht kein anderer Politiker. Das heißt, er ist sehr geschickt und dadurch hat er mich so ein bisschen immer in der Bredouille. Ich greife ihn deswegen immer nicht ungern an und versuche immer, die Politik anzugreifen, aber ihn nicht direkt, weil ich möchte jetzt nicht dieses harte Pflänzchen dort kaputt machen, was da vielleicht so drin ist. Vielleicht gehört er, ich weiß es nicht, zu der Truppe an, die Werteunion oder so in der Richtung, ich weiß es nicht. Andererseits ist er natürlich auch als Ideengeber und Durchführender dieser Maßnahmen, die wir alle verurteilen, da steht er natürlich auch mitten im Feuer drin. Aber wie gesagt, das ist so eine Gratwanderung. Trotzdem drücken wir natürlich auch unsere Dinge klipp und klar argumentativ durch. Natürlich werden sie nicht umgesetzt. Im Gesundheitsausschuss ist es natürlich sehr, sehr kompliziert, weil es einer der aufwendigsten Ausschüsse ist. Jede Woche haben wir neue Gesetze, treiben da was durchs Dorf. Wie gesagt, auch die Linken und Grünen sind da sehr emsig, ob es Rentenpolitik ist, die teilweise bei uns mit reinspielt, Gesundheitspolitik und natürlich auch diese ganze Problematik um die Hebammen, um die Abtreibung, um die Organspende. Alles Themen, die natürlich hochaktuell sind. Ich muss nur eins sagen, wir sind in dem Parlament noch nicht angekommen, obwohl wir die stärkste Fraktion sind. Wir suchen noch unseren Weg. Und dadurch, dass wir auch nicht gerade homogen auftreten, treten wir uns manchmal selbst auf die Füße, auch innerhalb unserer eigenen Arbeit. Da müssen wir besser werden. Aber ich denke mir, allein, dass die AfD dort einmarschiert ist, hat der Politik neuen Schwung gegeben. Wenn wir nicht gekommen wären, wir hätten überhaupt keinerlei oppositionelle Meinung mehr auf irgendeiner höheren Ebene. Das ist nur durch die AfD gekommen. Und ich denke, deswegen ist das wirklich ein historischer Verdienst, dass wir überhaupt da drin sind, auch wenn da einige Pannen passiert sind, durch unser eigenes Verschulden. Aber im Grundsatz denke ich mir, ohne die AfD, da wären wir ein Ja-Sager-Land geworden hier, wo alle in den Kopf drücken oder ideologisch total schon verdammt. Wir haben eine schwarze Diktatur gehabt, eine rote, jetzt haben wir eine grün, gelb, rot, alles Farben drin, nur unsere nicht. Also es sieht ganz schlimm aus für uns. Also ich denke, wir kämpfen weiter, wir sind dabei, die meisten von uns sind unabhängig, wir sind echte, überzeugte Leute, die es gar nicht nötig hätten und deswegen machen wir es trotzdem gern, weil wir dabei sein wollen. So ist es und es kann durchaus sein, dass wir keine arabischen Beipackzettel bekommen, sondern chinesische. Ist ja durchaus so, dass wir erheblich von diesem Land abhängig sind
Und wer es nicht mitbekommen hat, das wird in den Medien auch sehr wenig berichtet. Die Chinesen haben gerade eine riesengroße Freihandelszone errichtet mit Australien, Neuseeland und so weiter und so fort. Das bedeutet, dort werden keine Zölle erhoben. Ich glaube, 23 Länder sind dabei. 2,2 Milliarden Menschen umfasst diese Freihandelszone. Ja. Fast. Ja. Das ist eine direkte Konkurrenzsituation zu etwa der Europäischen Union. Und während die EU auf den Weg geht, immer weiter zu reglementieren und Klima und da zu begrenzen, da zu begrenzen, da zu begrenzen, ist diese chinesische Freihandelszone eine, die einfach auf Wachstum ausgelegt ist. Auf freies Wachstum, auf freie Märkte. Und das wird das Wachstum dort weiter beflügeln und wird auch eines der Zukunftsprobleme werden, die wir hier in Deutschland haben werden. Nämlich, dass wir mit einem relativ wenig wettbewerbsfähigen Markt, mit einem sehr wettbewerbsfähigen Markt auf der anderen Seite konkurrieren müssen. Und das haben wir auch vorhin im Auto noch besprochen. Naja, die einzige Ressource, die wir als Deutschland haben, ist eigentlich unsere Bildung, ist eigentlich unsere Arbeitsmoral, unsere Tugend. Nicht wahr? Die typisch preußischen Tugenden, die in Deutschland immer hoch geschätzt und hoch gelobt waren und die man mittlerweile aber in der Schule vergeblich sucht, die nicht mehr beigebracht werden, die nicht mehr vermittelt werden und die natürlich umso weiter verwässert werden, je mehr Leute, die eben nicht einem Leistungsideal anhängen, in unser Land kommen, um dort Fuß zu fassen, um dort zu wohnen, um dort gegebenenfalls auch Sozialleistungen zu kassieren. Und das ist etwas, was uns als Land nachhaltig schadet. Und wo wir leider im Abstieg begriffen sind, wenn man das mal so offen und ehrlich dokumentiert. Und deswegen ist gerade auch die AfD als, ja, ich sage es einfach mal, sehr, sehr, sehr platt preußischer Gegenpol zu dieser 68er-Bewegung, die wir da die ganze Zeit sehen, einfach auch wichtig und ein zentrales Element der politischen Debatte im Bundestag. Es wäre, glaube ich, deutlich eintöniger, deutlich monotoner und bereits eine moderne Art der Volkskammer, wenn es uns dort nicht gäbe. Ja, wir sind die einzige Opposition, die wirkliche Oppositionskraft ist, wirkliche Oppositionsargumente bringt und deswegen werden wir auch so angefeindet und in den Diskurs dort nicht einbezogen. Die sind sie alle untereinander per Du, mit uns natürlich nicht. Aber ehrlich gesagt, wir wollen das auch nicht sein. Ne? So. Lars, hast du noch ein paar Worte an die allgemein versammelte Gesellschaft? Du hast schon reden dürfen. Ich muss trotzdem schon zuhören von dir. Ja, ich glaube, ich hätte noch besser fragen müssen. Aber nochmal kurz zu dem Gesetz. Ich glaube, dass wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, wenn wir tatsächlich eine pandemische Lage hätten, wir hätten extra Killer-Virus muss, dann ist so eine Regelung unter Umständen tatsächlich vielleicht eventuell wichtig. Das Problem, was wir haben, ist, abgesehen von den vielen kleinen Sachen, die drin stehen, ist, dass die WHO und auch Deutschland sich damit angeschlossen hat, ja, die Begrifflichkeit einer pandemischen Lage, falsch ist. Es wird eben nicht mehr ein Todesraten, es wird nicht mehr eine Qualität, sondern wir schreiben in dem Gesetz heute vor, dass eine pandemische Lage vorliegt, wenn ein Drohung quasi vor der Tür steht. Und Herr Drosten hat heute, glaube ich, irgendwie von irgendeinem Virus gesprochen, das könnte die nächste Bedrohung sein. Und genau da ist, glaube ich, das Problem. Wenn wir Ebola vor der Tür hätten, dann würden wir nicht hier sitzen. Dann würden wir nämlich alle zu Hause sitzen und gucken, dass wir unsere Kinder tatsächlich irgendwo versuchen, in Sicherheit zu bringen. Wir haben in Hamburg eine Sondersitzung gemacht zu dem Thema und da hat, ich glaube, unser Christoph Blatt hat auch ganz gut geredet, weil das ist halt nicht nur unbedingt eine Frage der Demokratie. Da sind wir ja komplett einer Meinung, dass dieses Gesetz, wie das durchgeprügelt wurde, ein Schwachsinn ist. Aber die Frage beginnt eben, die Hauptfrage beginnt in dem Ding, dass eben die pandemische Lage falsch gewertet wird. Das ist eben durch eine Bedrohung noch lange keine pandemische Lage. Das ist das gefährliche daran. Also ich habe ja hier mal diesen, ich habe den mal hier, was du gerade gesagt hast, ich lese mal kurz vor, das ist der neue Wortlaut von dem, was du, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite liegt vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil erstens
die Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland droht oder zweitens eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlich übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet. Das heißt also völlig schwammige Formulierung, in die ich eigentlich alles reinpacken kann. Eigentlich hätten wir bei jeder Grippewelle dann schon eine Pandemie gehabt, ne, die ja viel schlimmer war. Hat man ja bis zu 28.000, 29.000 Tote gehabt und da sprachen wir nie von einer Pandemie, sondern von einer Welle. Da haben wir eigentlich von der Grippewelle, da haben wir alle gehustet und geschnupft und haben uns in Betten zurückgezogen, mehr oder weniger. Und wenn man jetzt überlegt, ich glaube, wir haben im Jahr so ungefähr 930.000 Tote, natürlich ist ja ein normaler Ablauf, ne? Geburten und Toten. Und wir haben ja nicht mehr, das weißt du ja auch. Also, wir haben nach wie vor den gleichen Schnitt an Sterblichkeit über den Ausgleich, den wir eigentlich immer ganz normal haben. Und die erste Begründung für die epidemische Lage war ja, weißt du, erstens würden keine Betten da sein, stimmte nie, wir haben noch Ausländer reingenommen, wir haben aus dem Ausland noch Patienten aufgenommen und es waren noch mehrere Gründe, zwei Gründe, die alle Überlastungs... So. Ja, ja. Genau, ja. Haben Sie das Problem, dass dieses Gesundheitssystem in Deutschland ein sehr gutes ist, Gott sei Dank, Herr Spahn wollte ja 50% der Krankenhäuser abschaffen. Heute ist die Situation, die heute machen Sie das künstlich, haben wir vorhin schon gesagt, wir haben ja das Problem, aufgrund der Hygienemaßnahmen sind drei Zimmer oder ein Zimmer. Alleine das ist ja schon das größte Problem und damit rechtfertigen wir und sagen, das ist also, ja. Aber nochmal auf die WHO, das ist das, was ich das doch immer sage. Das haben wir, also das, mir ist das ja bewusst geworden durch diesen Untersuchungsausschuss jetzt, ne, weil ich ja in Christoph in dem Untersuchungsausschuss bin. Das ist schon ein Hammer. Die haben das 2008 oder 2009 irgendwie so in der Drehung, haben die ja die Begründung einer pandemischen Lage komplett geändert. Das ist völlig verrückt. Das war entrückspannig, dass die Medizin eine pandemische Lage hast. Und da ist weder die Sterblichkeit höher, da ist nur, also wir haben in Husten und unter Umständen sterben daran auch Leute. Das ist auch völlig, das ist so. Das ist, ich sag mal, ich will nicht sagen, dass es in Ordnung ist, aber es ist halt so. Aber das ist das größte Problem, dass wir keine wirkliche Definition einer pandemischen Lage haben. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil Sie froh sind, dass Sie eine haben. Sie hätten mal eine Frage. Also was mich erschreckt hat, weiß ich noch, es wird ja eh nicht gehen, war eigentlich, dass wir erstmal die Machtlosigkeit des Parlaments gemerkt haben. Wir haben ja immer so gedacht, Legislative, Exekutive, Judikative, also Judikative, Exekutive in der Reihenfolge. Das erste Mal ist mir bewusst geworden, ja, wenn die einfach sagen, das interessiert mich gar nicht, ob du Abgeordneter bist. Haben wir ja den Fall bei uns, ne, der da zusammengeschlagen, also gefesselt wurde und auch zu Boden gedrückt wurde. Oder auch auf unserem Ausweis steht hinten drauf, ist überall durch alle Kontrollen durchzulassen. Durch alle Polizeikontrollen. Und ich habe das erste Mal gespürt, als der Erdogan da war, zu Besuch. Da hatten sie Paul Löberhaus abgesperrt. Ich kam aus dem Ausschuss, wollte zum Bahnhof rüber, war alles leer, war kein Mensch da. Stand eine Polizeikette, habe ich einen Ausweis, dachte, du marschierst munter durch, Kraft meiner, ja, der große Abgeordnete kommt hier mit dem Ausweis. Habe mich nicht durchgelassen. Ich protestiert, interessiert nicht. Bin ich natürlich wutschlafend zurück, den Zug gerade noch so gekriegt über Friedrichstraße, habe dem Schäuble einen Brief geschrieben und habe das in die Fraktion auch gebracht. Schäuble hat mir geantwortet, hat sich nicht entschuldigt, hat aber gesagt, jawohl, er sieht das so, die Maßnahmen waren überzogen. Aber das war gar nicht mein Ansatz. In meinem Ausweis steht drin, dass ich durch die Polizeikontrollen durchzulassen sind. Schäuble hat dann nur geschrieben, dass die Maßnahmen überzogen waren. Und Norbert, in der Fraktion hat es kein Schwein interessiert. Ich habe es in der Fraktion gesehen, die haben es nicht geschnallt. Jetzt vielleicht beim Hilze merkt man vielleicht, mit einem Handschlag kann das ganze Parlament hier in Deutschland ausgeschaltet werden. Also so wie damals in Spanien, wo die da mit der Pistole da rumgehupft sind. Nicht? Ja, ne, bei dem, ja, also so kommt mir das manchmal vor. Das interessiert keinen. Die können das machen. Das haben wir gerne. Ich sage, wir haben in Brandenburg haben wir ja die Sonderwünsche gemacht zu dem Gesetz. Die Leute machen das auch ja und schicken dann quasi den Ministerpräsidenten im Auftrag. Und da haben wir auch. Jetzt haben wir das im Parlament sowieso, die haben da die Mehrheit, die konnten die Frage, ne? Du hast eben da nicht mehr in irgendeiner Art, du kannst was erzählen. Aber wenn wir ehrlich sind, das war auch noch furchtbar. Es ging dann in den anderen Reden, jeder hat sich in Zeit. Die Linke, der Walter in Brandenburg ist sogar rhetorisch sehr gut, der hat von den 10 Minuten Redezeit 6 Minuten auf uns eingetauscht und dem Motto, der Christoph Blatt ist ein Nazi und das ist ein schlimmer und ganz rechtsradikaler und schlimmer als Geifels und alle anderen HDR-Sachen zusammen. Und dann hat er 4 Minuten darüber geredet, und zwar das Gleiche, das, was Christoph geredet hat, eigentlich nur so.
Das hast du recht, diese Unmacht, du kannst eigentlich auch nicht machen, du kannst nicht mal auf diese Sachen erwidern, bei uns haben sie bestimmt. Wir können eigentlich ja, Kurzinterventionen machen. Und die Kurzinterventionen waren früher so, dass du gesagt hast, es gibt halt Kurzinterventionen. Heute ist bestimmt pro Thema, darf eine Fraktion nur zwei Kurzinterventionen machen. Dann hast du eben nicht mehr die Rede Zeit. Aber das ist das, was Herr Dr. Frankberg sagt, das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Wenn bei euch das nicht recht, dann geht das drauf, bei uns steht es nicht drauf. Aber dann so. Ja, also was wirklich gefährlich ist, ist, dass insbesondere die Abgeordneten der Regierungsfraktionen ihre Kontrollfunktion aufgegeben haben. Also die sitzen da im Bundestag als Ausführende dessen, was von oben kommt. Die haben ihren Koalitionsvertrag, der ist die Heilige Bibel. Und dann gibt es die Kabinettssitzungen und Kabinettsbeschlüsse und die werden da umgesetzt. Weil in der Fraktionssitzung von Merkel gesagt wird, so, wir machen das so. Und dann machen das die Abgeordneten so. Und ein wirklicher Kontrollcharakter ist ganz, ganz selten festzustellen. In den Ausschüssen, in den Fachausschüssen sowieso nicht, sondern die Regierungsmitglieder vertreten da ihre Regierungslinie und die Opposition hält halt gegebenenfalls dagegen. Aber eine Kontrolle der Regierung durch die Abgeordneten findet nicht mehr statt. Zumindest nicht von allen Abgeordneten. Und das große Problem ist, dass die Legislative ja auch nur dann ein scharfzahniger Tiger ist, wenn sie tatsächlich sich gegen die Regierung stellt. Denn damit haben wir diesen Aufbau, Legislative, Judikative, Exekutive. Ne? Die Judikative urteilt und die Exekutive führt aus und die Legislative macht aber die Regeln und die Gesetze. Und das haben sie sich völlig vom Brot nehmen lassen. Die Gesetze kommen nicht mehr aus der Legislative, sie kommen aus der Regierung direkt und werden dann letztendlich als Referentenentwürfe, als Regierungsentwürfe in den Bundestag eingebracht und die anderen sitzen da und nicken. Und sie nicken, weil wenn sie nicht mehr nicken, ihr politisches Mandat bedroht ist. Weil sie sich's nicht leisten können, nicht nochmal aufgestellt zu werden. Ganz viele haben die Karriere Hörsaal, Plenarsaal hinter sich und haben nie was anderes gemacht als Politik. Die werden woanders nicht verwendbar. Die brauchen auch die Nachverwendungsmöglichkeiten ihrer Parteien in den unterschiedlichen Stiftungen und Aufsichtsräten und was da alles so existiert. Und deswegen wird so gehandelt, wie es die Regierung sagt. Ich hatte mal einen Geschichtslehrer, und wir hatten eine sehr interessante Stunde zu diesem Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung. Wer sich daran nicht erinnern kann, das ist der Artikel, der Notstandsverordnungen ermöglicht hat. Und das ist dann der Artikel, den Hitler missbraucht hatte, um eben seine Notstandsregierung da durchzuführen. Der hat ja alles über Artikel 48 dann gemacht, seine kompletten Jahre da. Und der Artikel 48 ist ja bewusst nicht ins Grundgesetz aufgenommen worden, sondern man hat gesagt, der hat zur Katastrophe geführt. Nein, wir dürfen einen Notstand nie mehr zulassen. Nie mehr. Und dieser Geschichtslehrer sagte dann damals, ach wisst ihr, Kinder, wenn die Regierung und die Abgeordneten nicht mehr ans Grundgesetz glauben, dann könnt ihr es eh auf Klopapier drucken. Es ist völlig egal, ob es einen Artikel 48 gibt oder nicht, wenn die nicht mehr an das glauben, was da eigentlich steht und was da eigentlich gemeint ist, dann wird es sowieso anders kommen, als es da steht und gemeint ist. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Ja? Dieses Infektionsschutzgesetz ist nichts anderes als ein neuer Artikel 48. Einige sagen dazu Ermächtigungsgesetz. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber es ist sehr, sehr nahe dran an dieser Möglichkeit, dass wir in eine Notstandsverordnungsregierung abrutschen. Und wir tun das mit der Übereinstimmung, mit der Zustimmung der Abgeordneten der Regierungsfraktionen, die um jeden Preis das verteidigen werden, was die Regierung tut. Und damit hat man eben keine Kontrolle mehr der Regierung durch die Legislative, sondern man hat eine Legislative, die faktisch in ihrer Mehrheit zumindest identisch ist mit der Exekutive, identisch ist mit der Regierung und damit hat die Minderheitsopposition gar keine Möglichkeiten mehr der Kontrolle und der tatsächlichen Aktion gegen die Regierung. Und so nimmt auch unser Status, und das hast du sehr schön beschrieben, Detlef, als Abgeordneter, immer weiter ab. Wer sind wir denn? Ja, wir sind Abgeordnete. Welche Bedeutung haben wir in diesem ganzen Prozess? Keine. Ehrlich gesagt, wenn man sich gerade auch den Hergang des Infektionsschutzgesetzes ansieht, wäre das im Grundgesetz nicht vorgeschrieben, dass es mal durch den Bundestag geht, wäre es genau so gekommen, wenn die Regierung direkt
das auf dem Verordnungswege erlassen hätte und es keine demokratische Kontrolle durch den Bundestag gegeben hätte. Weil das Gesetz ist genauso rausgegangen, wie es reingegangen ist. Aber dazu, ich bin ja nun schon ein paar Tage länger beim Bundestag beschäftigt, also 20 jetzt mittlerweile, um genau zu sein. Ich kenne ja auch den einen oder anderen aus einer Zeit, bevor es die AfD gab, also gerade so aus der CDU-konservativen Ecke. Man erinnert mal an Klaus-Peter Wilsch, der damals gegen die Griechenland-Papiere im Haushaltsausschuss gewettert hat. Ich war damals im Haushaltsausschuss, also in Klaus-Peter schon ganz mit, ziemlich lange. Der wurde abgeschoben in den Finanzausschuss. Also der Beweis beim Bundestag vom Haushaltsausschuss, vom Königsausschuss in den Finanzausschuss, delegiert zu werden. Das ist also wirklich eine Degradierung. Also, das ist also eigentlich schon mit der Eselsmütze in der Ecke stehen. Also, ein Rauswurf ist eigentlich vorzuziehen. Aber sie konnten ihn nicht rausschmeißen, weil er seit Jahr und Tag seinen Wahlkreis als Direktkandidat mit überwältigender Mehrheit holt. Der ist Weinbauer, hat selber Wein leben und ist eine Weinbauerngegend. Sonst wäre er schon lange weg. Bosbach war klar als Politiker, der wettert immer mal, aber der tut kein Wald. Außerdem ist er auch krankheitsbedingt leider weg vom Fenster. Aber ich habe gerade jetzt vor kurzem mit zwei Abgeordneten gesprochen, die ich auch schon sehr lange kenne, die auch beide mit immer weiter im Vorstand der CDU sind. Die wurden als Kandidaten bei der Kandidatenausstellung für den Bundestag durch sehr, sehr junge Newcomer ersetzt. In Nacht- und Nebelaktionen waren die weg. Der eine, interessanterweise Politologie-Absolvent, also keine Ahnung, wie das sich nachher, Diplom-Politologe oder so, hat alle seine Praktika bei Frau Merkel im Kanzleramt gemacht. Der ist jetzt also Spitzenkandidat für den Wahlkreis des Altgedienten, der aus dem Haushaltsausschuss, der es gewagt hat, dagegen zu stimmen im Vorstand. Also es ist, wie du sagst, also, die sind weg. Mut halten oder weg sein. Jetzt hat es vorhin angesprochen, mal sehen, was das neue Gesetz bringt. Ich habe jetzt gerade mal zwischenzeitlich mal geguckt. Also im Einzelhandel bis 800 Quadratmeter, eine Person auf 20 Quadratmeter, also sprich 40 insgesamt in einem Laden. Und alles, was darüber hinausgeht, eine Person auf 10 Quadratmeter, was darüber hinausgeht, eine Person auf 20 Quadratmeter. Wenn wir uns jetzt also gerade hier so in Brandenburg mal so die kleineren Läden so überlegen, sind wir bei ein, allerhöchstens zwei Kunden pro Laden. Das ist bei Bäcker, aber da ist die nicht normal. Na, die stehen ja jetzt schon alle draußen an, also da ist es ja sowieso schon wegen. Also allein durch den Abstand muss man ja schon draußen stehen. Und selbst wenn man jetzt den Abstand einhalten könnte, müsste man trotzdem noch draußen stehen. Gestern war im RBB ein interessanter Bericht, ausnahmsweise mal drin, wo eben ausgeführt wurde, dass das halt zum weiteren Sterben des kleinen Einzelhandels führen wird, weil die Leute schlichtweg bei schlechtem Wetter nicht draußen vor der Tür stehen wollen. Kann ich nachvollziehen, sehe ich ähnlich bei mir. Du bist ja auch stellvertretender Sprecher vom Arbeit- und Sozialausschuss, gibt es so richtig in einem Ruck? Stellvertretendes Mitglied. Gut. Ja. Was meinst du denn, oder ist denn da bei A&S schon mal angeklungen, meinst du denn, was für Auswirkungen jetzt haben wird? So eine, ja, quasi Ladensbetretungsverbot, nenne ich es mal, also für kleinere Läden zumindest. 800 Quadratmeter ist ja nicht mehr so klein. Eine verheerende. Verheerende. Wir werden ein massives Sterben der Einzelhandelsbetriebe sehen, das die Regierung durch ihre Kurzarbeiter- und Kompensationsmaßnahmen natürlich versucht aufzufangen. Das dürfen wir nicht vergessen, es werden ja die ganze Zeit irgendwelche Milliarden freigemacht, die es eigentlich gar nicht gibt. Also das sind Milliarden, die hat niemand im Haushalt je vorgesehen. Der Haushalt allein für dieses Jahr, normalerweise ist der Haushalt immer so 360 bis 380 Milliarden stark, steigt immer ein bisschen an, weil die Rentenunterstützungen und so weiter auch ein bisschen nach oben gehen. Aber das ist so das Niveau, auf dem wir uns normalerweise bewegen. Wir sind dieses Jahr bei über 510 Milliarden Euro. Also 130 Milliarden Euro mehr. Und die werden natürlich nicht eingenommen. Woher denn? Gerade in einer Lage, wo sicherlich das Steueraufkommen zusammenbricht in diesem Jahr, ist nicht davon auszugehen, dass diese Beträge eingenommen werden, sondern diese Beträge werden aufgenommen. Sie werden aufgenommen als Schulden, die unsere Kinder und Kindeskinder irgendwann mal abtragen und zurückzahlen müssen. Oder sie werden auf europäischer Ebene gedruckt von der EZB.
Die EZB druckt gerade so viel Geld wie noch nie. Und Geld drucken ist eine nicht gerade intelligente Lösung, weil dummerweise, wenn man Geld druckt, wird halt das einzelne Geld weniger wert. Nicht wahr? Weil die Menge der Güter wird ja auch nicht deutlich höher, sondern sinkt vielleicht im Moment gerade auch in diesen Corona-Zeiten. Und damit wird am Endeffekt alles teurer, weil das Geld eben nicht mehr viel wert ist und das bestraft die Sparer. So, und im Moment werden eben noch Milliarden freigemacht für diejenigen, die Umsatzverluste nachweisen können aufgrund der Corona-Pandemie. Es wird ja nicht gesagt, dass es aufgrund der Regierungspolitik ist, sondern es wird immer gesagt, aufgrund der Corona-Pandemie. Und die können dann Erstattungen beantragen von 80% ihres Umsatzes, den sie im letzten Jahr hatten, wenn sie aufgrund von Corona zumachen mussten. Das betrifft zum Beispiel Fitnessclubs und lauter solche Geschäfte. Aber das ist Geld, was wir nicht haben und was im Prinzip virtuell ausgegeben wird für eine Leistung, die nicht erbracht worden ist. Also es wird Geld ausgegeben auf Staatskosten, auf Steuerzahlerkosten, was nie als Dienstleistung oder Güter erwirtschaftet worden ist. Und das wird noch erhebliche, auch volkswirtschaftliche Konsequenzen mit sich bringen, weil das kann ich mal in einem kleinen Maß machen, wenn ich mal irgendwo sage, oh, ich habe eine Branche, die notleidet, da stecke ich mal 20 Millionen rein. Da stört das keinen, aber die stecken hier mehrere hundert Milliarden Euro rein, wenn das so weitergeht. Und das fällt dann tatsächlich auf. Und das wird zu ganz, ganz großen Problemen führen. Ich gehe davon aus, dass irgendwann diese Milliarden nicht mehr reingesteckt werden können, weil auch Deutschland an Kreditwürdigkeit verliert. Dass auch sowieso die Eurozone nochmal in einen völlig neuen Konflikt schlittert, weil ja Italien und Frankreich und Spanien, die ohnehin vorher schon komplett pleite waren, jetzt ja auch noch diese Mehrausgaben haben, die in dieser Corona-Zeit eben jetzt zustande kommen und ja ebenfalls ein Einbrechen ihrer Wirtschaft erleben, weil sie ja auch Lockdown-Maßnahmen verhängt haben. Das bedeutet, es wird noch, es wird zu drastischen Veränderungen kommen, gerade was die Währung betrifft, was die Stabilität der Länder in der Eurozone betrifft, und da ist Deutschland eingeschlossen. Und wenn irgendwann kein Geld mehr zur Verfügung steht oder es halt nur noch gedruckt werden kann, dann sind diese ganzen Hilfen an die Industrie oder an die Wirtschaft auch nichts wert. Und das wird dazu führen, dass wir einfach erhebliche Wohlstandsverluste sehen. Wir haben jetzt schon über, ich glaube, 8 Millionen Menschen, die angemeldete Kurzarbeit haben. Und es ist davon auszugehen, dass sich diese 8 Millionen in Kurzarbeit eben zu 8 Millionen Arbeitslosen verwandeln. Und das ist dann ein erhebliches soziales Problem, wenn man bedenkt, dass nur ganz wenige Menschen tatsächlich überhaupt sozusagen in der produktiven Wirtschaft arbeiten, also in der Produktion oder in der Dienstleistung, und dann tatsächlich hier Aufwendungen erbringen. Das sind 8 Millionen, die in Kurzarbeit sind und die demnächst in der Arbeitslosigkeit landen, ein dramatisch hoher Wert. Aber diese Ehrlichkeit hat die Regierung nicht. Sie könnte sich ja hinstellen und könnte sagen, die und diese Sachen, diese Aussichten blühen uns und wie kommen wir jetzt gemeinsam da raus? Nee, das macht sie nicht. Sie verkauft ihre Politik so, als hätte sie keine Auswirkungen. Als sei es eine Politik, die vor diesem bösen, bösen, bösen Coronavirus schützt, die Bevölkerung entsprechend da komplett schützt, was vollkommen widersinnig ist. Denn du hast es vorhin anklingen lassen, Lars, wenn es wirklich so tödlich wäre wie Ebola oder so ein großes Problem, dann hätten die Schulen nicht mehr auf. Dann gäbe es solche Veranstaltungen gar nicht. Dann würde man die Leute 8 Wochen zu Hause einsperren, würde sagen, geht bloß nicht raus, würde das Virus sich totlaufen lassen und würde dann wieder aufmachen. So hat es übrigens Australien gemacht. Aber nein, es wird eine völlig andere Strategie gefahren, dieses Teil-Lockdowns. Da breitet es sich natürlich trotzdem immer weiter aus. Und die wirtschaftlichen Konsequenzen werden erheblich sein, sie werden enorm sein. Und was allerdings wirklich schon pervers ist, dass sich dann Mitglieder der Bundesregierung darüber freuen. Also ich hatte heute Berichterstattung im EU-Ausschuss über eben diesen Green Deal und Svenja Schulze war die Ansprechpartnerin der Bundesregierung, unsere wunderbare Umweltministerin. Und die hat sich gefreut wie ein Rohrspatz darüber, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, unsere Wirtschaft klimafreundlich umzubauen. Jetzt können wir unsere Wirtschaft transformieren, unser Land transformieren. Jetzt gibt es einen Neuanfang. Ne? Und diesen Neuanfang, den hätte es sowieso geben müssen nach der Ideologie dieser Frau. Und jetzt kommt er halt früher, weil Corona diesen Neuanfang ermöglicht. Mensch, ist Corona etwas Positives. Wir können jetzt neu anfangen und auf die Klimaneutralität hinarbeiten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Uns wird ja auch diese ganze Klimapolitik immer als Wachstumspolitik verkauft. Corona eben jetzt auch. Naja, mit gedruckter Knete lässt sich alles als Wachstumspolitik verkaufen, halt nicht besonders lang. Aber nochmal, da müssen wir leider unterstellen, wir haben keine Strategie. Altmaier hat gesagt, es gibt keine Steuererhöhung vor der nächsten Wahl. Ja, super. Und seit heute kursiert, nee, das bestimmt die ganze Zeit, Montag,
ein Strategie-, Planungs-, Überlegungs-, wie auch immer, Papier. Man könnte ja ein Corona-Solidarpakt auferlegen. Also kannst du nicht sagen, dass wir keine Ideen haben. Wir gehen so die Läufe aus, also nebeneinander. Ganz kurz, ich will bloß mal hier einsteigen. Die meisten sind doch in der DDR aufgewachsen, nehme ich an hier. Können sich einige noch an das Jahr 1979 schon mal gehört? Leichte Erinnerung daran, was da passiert war? 79, Geschichte. Da ging über Nacht, Silvester 79, ein Temperatursturz von plus 10 oder 15 Grad auf minus 5, 6, 7, 8 Grad. Innerhalb von wenigen Stunden war ganz Norddeutschland eingeschneit, die Insel Rügen abgeschnitten. Die Leute saßen in dem Panorama-Hotel fest. Es ging nichts mehr. Ja, ich will auf ganz Bestimmtes hinaus. Damals konnte keine Kohle mehr gefördert werden, weil die schlagartig so gefroren war, dass die Volksarmee versuchte, mit Sprengladung das aus den Güterwaggons rauszusprengen. Da flog der Güterwagen, es klappte hinten und vorne nicht. Die Kraftwerke konnten nicht arbeiten. Das heißt, es gab keine Kohle, die hätten wir jetzt auch nicht mehr, weil wir sie ja tot gemacht haben. Zweitens, wir haben dann aber auch keinen Strom, denn diese komischen Windräder, da hängen dann die Eiszapfen dran, da dreht sich nicht ein einziges Rad. Das heißt, wir haben also keinen Strom, weil wir ja noch Windräder haben, und wir haben auch keine Kohle, weil die ja so und so abgeschafft worden ist. Was hat die DDR gerettet? Wer weiß es? Es gab ja keinen Strom und es gab keine Kohle. Wer hat die DDR gerettet? Ein Fakt, das Atomkraftwerk in Lubmin. Sonst wäre die gesamte DDR zusammengebrochen. Man hat Thüringen abgeschaltet, man hatte den Plan X, keiner wusste, was das ist. Und der Plan X sah vor, dass die lebenswichtige Industrie erhalten bleiben muss. Und Thüringen hat ja nur so Glasplättchen hergestellt und Spielzeug und sowas, hier Weihnachtskugeln. Da haben die in ganz Thüringen das Licht ausgeschaltet. Aber wirklich, die saßen mit Kerzen da. Im Panorama-Hotel sind die Leute, weil das Hotel war ja von Bulgaren oder Ungarn, glaube ich, gebaut worden, oder Jugoslawien. Die hatten das als Sommerhotel gebaut. Da sind die in Abendkleidern außen lang gekrochen über den Schnee bei Eis. Es war ja alles dunkel. Es gab keinen Strom. Vollkommen Chaos. Und jetzt frage ich, was passiert heute? Damals hat man aber noch eins gehabt, Verbrennungsmotoren. Wenn unsere Hubschrauber elektrisch fliegen, unsere Panzer elektrisch fahren, da kann kein Schnee geschoben werden, die Autos, die Krankenwagen elektrisch fahren, da bin ich in 2 Tagen tot. Die Batterien entlädt sich innerhalb von wenigen Stunden oder wenigen Tagen. Und wir haben nichts mehr. Und keiner sagt mir, wie so eine Situation von 79 heute, wenn wir das umgesetzt haben, alles kein Verbrennungsmotor, da noch passieren soll. Wie funktioniert das? Die Frage war keiner zu beantworten. Aber letztlich kennst du ihn. Du hast meiner Meinung nach einen Fehler gemacht. Ich glaube, dass diese Krise Corona, und ich glaube, dass auch die Schweinepest, die wir in Brandenburg jetzt haben, dass die zeigt, dass diese ganze Welt und Europa als Fantasien alles Spaß sind. Ich glaube, dass wir irgendwann komplett zurück müssen. Und zwar, brauchen einen kompletten Projekt. Wertschöpfungsketten regional. Wir haben natürlich, ja, weil wir das mal angesprochen haben, haben wir ja Wertschöpfungsketten gehabt. Wir haben ja Schlachthöfe gehabt, wir haben Bäckereien gehabt, wir haben Zerlegebetriebe gehabt. Und zwar war das ja im Landkreis, gab es das. Und wir haben ja heute nichts mehr. Wir haben in Brandenburg einen einzigen Schlachthof. Wir sehen heute, dass allein diese Corona-Krise, wer ist denn der große Gewinner? Wir reden darüber, dass es in Italien und in Spanien ganz viele Tote gibt und dass es ganz viele infiziert sind und ganz schlimm ist, aber wir kaufen bei Netto die spanischen Erdbeeren und die italienischen Tomaten und umgedreht. Anstatt wir unsere eigene Wirtschaft retten. Wir haben bei ASP das große Problem, dass innerhalb von einer Stunde der Verfall des Schweinepreises so massiv war, dass die Schweinehalter eigentlich nichts mehr, nicht nur, dass die nichts mehr verdienen, die bringen jetzt noch Geld mit. Und dann kommt noch dazu, wir können es auch nicht mal mehr schlachten. Also, ich glaube, dass natürlich ist China eine Wirtschaftsmacht. Aber ich glaube, dass wir denen nicht begegnen können, indem wir morgen ein zollfreies Konglomerat bilden mit anderen Ländern. Sicherlich gebe ich dir recht, wir brauchen natürlich auch den Außenhandel für unsere Autos, für unsere Maschinen dergleichen. Aber ich glaube, dass das Größte, was wir machen müssen in solchen Krisen, ist, dass wir unsere eigenen Wertschöpfungsketten wieder stärken müssen. Wer geht denn hier am Ende als Gewinner raus? Das ist Amazon und Zalando, die zahlen noch nicht mal Steuern. Ich habe eine Anfrage gelassen hier in Brandenburg zum Thema
Wer bezahlt denn in Brandenburg im Lebensmittel Einzelhandel Steuern? Da bezahlt kein Netto, kein Aldi, kein was ich will. Die bezahlen da, wo ihr Hauptsitz ist, nämlich in Max Hütte in Bayern. Das, was hier in Mischendorf oder in Beelitz oder wo immer steht, die zahlen da keine Steuern, die nehmen Steuern weg. Und sie verkaufen dann noch nicht mal ein Produkt. Ich glaube, das müsste der. Völlig richtig, Lars, da bin ich bei dir. Das war auch nicht so gemeint, dass ich in irgendeiner Weise hier Globalisierungstendenzen der Europäischen Union gutheiße. Und ich glaube tatsächlich, dass Regionalisierung die Antwort der Zukunft ist. Und ehrlich gesagt, das würde ich am liebsten auch immer diesen ganzen CO2-Jüngern entgegenschleudern. Ja, da wird auf Klima und wir brauchen jetzt Elektroautos und so weiter. Nee, wir würden wahnsinnig viele Treibhausemissionen sparen, wenn nicht alles quer über die Ozeane verschifft werden würde, sondern wenn die Sachen halt bei uns vor Ort relativ regional nah produziert werden könnten, produziert werden würden und dann auch verkauft werden würden. Solche Wertschöpfungsketten gab es mal und die haben gut funktioniert. Und der Wohlstand wird bei solchen globalisierten Wertschöpfungsketten auch nur einem sehr geringen Teil zuteil. Die allermeisten leiden eher unter solchen globalisierten Wertschöpfungsketten, weshalb in der Tat eine Lokalisierung, eine Regionalisierung, insbesondere bei Lebensmitteln da sowieso, aber auch bei anderen Produkten. Vorhin hieß es Spielzeug aus Thüringen. Welches Spielzeug kommt heute noch aus Thüringen, außer ein paar Handwerksprodukten? Dass das tatsächlich auch vor Ort hergestellt werden kann, das ginge, das wäre möglich. Es wird nur nicht gemacht, weil andere Dinge immer für wichtiger gehalten worden sind und von unserer Politik auch nachdrücklich forciert. Und viele deutsche Mittelständler hatten darunter zu leiden und sind dann auch oft eingegangen. Wir hatten auf der rechten Seite, glaube ich, eine Frage. Alternative mit das Kraftwerk mit Holz voll befeuern und jetzt uns die Holz aus Ghana importieren. Also auch irgendwie zu dem Wald, wo er dann so, also eigentlich vor zwei Tagen gelesen, aber auch auf einer Pressekonferenz noch eine Frage gestellt, wo wir dann noch nicht antworten diesbezüglich solche hohen Sachen auch mal halt einfach. Also, und wie gesagt, wenn es, wie Sie vorhin sagten, keine Rundsitz wieder eintreten würde, ja, würde man sich wahrscheinlich nicht aus Gebieten Strom holen, sondern aus einem AKW in Frankreich, Belgien oder Polen. Und das wissen die auch. Das wissen auch die Grünen. Also diesen Worst Case haben die Mittag auch selbstverständlich. Und wenn dieser Fall eintreten würde, würde ich natürlich nicht verweigern, sondern würde ich sagen, natürlich, davon abgesehen, dass wir trotzdem sowieso schon von dem Strom einschmeißen müssen, auch in der Zukunft weiter und mehr. Ja, alles ideologisch, was die Sachsen sind dann an diesen Dual-Fluid-Geschichten, da sind die Sachsen machen da einiges. Ich glaube, das hat Zukunft. Ja, also Faktum ist zu den Strompreisen, wir haben die höchsten Strompreise in Europa. Die werden jetzt dann nochmal weiter höher gehen ab 1. Januar des nächsten Jahres. Da gibt es ja immer die steigende EEG-Umlage, nicht wahr? Und Sprit wird auch teurer und alles. Also im Steuernbelasten von Energie sind sie sehr gut von der Regierung her. Im Liefern von irgendwelchen Inhalten und nützlicher Politik nicht. Ja, und wir sehen es halt leider, jedes Geld, was man den Bürgern wegnimmt, ist halt nun mal verlorenes Geld, ist verlorener Wohlstand, ist entzogener Wohlstand, weil es eben Geld ist, über das die Bürger nicht verfügen können. Wenn die Rundfunkgebühren steigen, ja, dann haben die Leute 1,50 Euro weniger im Monat zur Verfügung, den sie anderweitig vielleicht investiert hätten und so weiter und so fort. Und ich bin immer sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt mal meinen Rundfunkbeitrag auf ein Drittel reduziert. Und bin gerade in einem Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht Cottbus gegen den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit der Argumentation, dass der Rundfunkbeitrag ja zwar vom Bundesverfassungsgericht und vom Bundesverwaltungsgericht und von der ständigen Rechtsprechung abgesichert ist als solcher, also dieses System, es gibt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der ist beitragfinanziert, aber mit der Auflage, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Aufgaben vollumfänglich erfüllt
und was steht in den Aufgaben drin und in der Funktion. Seine Berechtigung liegt vor allem darin, dass er das Angebot der privaten Anbieter komplettieren soll, und zwar insbesondere durch unparteiische und objektive Berichterstattung. Und dass man die seit mehreren Monaten, wenn nicht Jahren, bei den öffentlich-rechtlichen Medien wirklich nur noch also suchen muss wie eine Stecknadel im Heuhaufen, das ist, glaube ich, in dieser Runde allgemein bekannt. Und es war wirklich berührend, weil ich habe das ja publik gemacht mit einem Internetvideo, und ich habe wirklich hunderte Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, ah, schicken Sie mir Ihre Klageschrift, oder ich habe Nachweise, die Sie vielleicht brauchen können für Ihren Prozess. Also ich sitze jetzt mittlerweile auf über 1000 Seiten Unterlagen von Nachweisen, wie die öffentlich-rechtlichen Medien nicht objektiv berichten. Ja? Durch Zuschriften von Leuten, die gesagt haben, das ist jetzt endlich nötig, dass da mal jemand was macht. Faktisch politisch werden wir es nur lösen können, wenn wir mal in einer Regierung sind auf Landesebene, weil der Rundfunkstaatsvertrag eben über die Länderebene gekündigt werden kann. Aber solange der eben in dieser Form existiert, versuche ich es jetzt mal so anzugreifen, erstmal über Schuldrecht und hilfsweise über die Möglichkeit der, na, es gibt so eine Regelung, es gibt so einen Artikel, dass man in ja, Härtefällen den Beitrag reduzieren kann. Und dadurch, dass ja gegen mich berichtet wird, gegen uns berichtet wird, gegen die AfD berichtet wird, haben wir einen individuellen Schaden, der unsere politische Arbeit betrifft, der vielleicht auch meine finanzielle Existenz betrifft, als Abgeordneter, was auch immer, kann man ja alles argumentieren. Und dann bin ich mal gespannt, was das Gericht dazu sagt. Wird spaßig. Patrick. Bockschwein, sondern andere Sachen geholt haben für die Fraktion. Der Kilopreis für einen ausgelösten Schweinerücken, Duroc-Schwein, liegt bei 3 Euro. Der lag vor kurzem bei knapp unter dem knapp über 20 Euro in der Metro. Ja, und Duroc-Schwein ist bei 1,10 bis 50% runter, und dann kommen sie aus, Schweinefleischpreis. Der Duroc ist so weit ähnlich wie Iberico beim Spanischen. Also, da reden wir von hier. Weiter in der Klasse, die Metro war leer. Die ist leer, weil klar, Gastronomie, Hotels, es können jetzt normale Leute einkaufen, also normale Bürger einkaufen, die nicht aus der Gastronomie sind, aber ganz ehrlich, wenn keine Familienfeiern etc. stattfinden, wer braucht 5,5 Kilo Schweinerücken? Aber jetzt mal so nebenbei einfach mal. Ja, ich am Wochenende, das ist ein anderes Thema, aber. Also da geht es, wenn man halt diese Wertschöpfungskette in Thüringen aufgezogen, schlachtet, jetzt ihr verkaufen, und ja, für 3 Euro das Kilo kann kein Schweinezüchter irgendwie was machen mit Tieren. Da ist ja auch noch die Preisspanne von der Metro drin, da ist Lieferkette, das alles drin, geht ja nicht, völlig indiskutabel. Die Energiewende, durch Zufall gestern, ich glaube, Kontrast oder Monitor, eins von diesen beiden obskuren Sendungen, ja. Ein Vorreiter der grünen Welle in Bayern, der vor über 20 Jahren sich Photovoltaik aufs Dach gesetzt hat. Immer fest überzeugt, fährt auch ein E-Auto. Die EEG hast du angesprochen. Der braucht jetzt aufgrund irgendeiner neuen Verordnung neue Zählerkästen. Umzähler. Weil er muss jetzt auch für den von ihm selbst produzierten Sonnen, also Photovoltaikstrom, mit dem er sein E-Auto betankt, muss er jetzt EEG abführen. Und dafür braucht er einen eigenen Zähler. Das bedingt aber, dass er einen neuen kompletten Zählerschrank für ungefähr 2.500 Euro einbauen muss. Sodass er jetzt gerechnet hat, dass er im Jahr ungefähr 500 Euro Minus macht mit seinem selbst erzeugten Strom und jetzt umsteigt auf die Stadtwerke. Ein Pionier, ein Vorreiter der Grünwelle. Also, und die haben dann nur gesagt, es führt zu einem Sterben der Photovoltaikanlagen. Also die Kleinanlagen jetzt von allen Einzelnen. Aber ich wollte eigentlich mal was ganz anderes, wenn wir schon einen Gesundheitsexperten hier haben. Und steht da jetzt irgendwann wahrscheinlich weltumfassende Impfung bevor. Ob wir es wollen oder nicht, obwohl noch können wir uns wohl aussuchen. Davon mal abgesehen, ich falle in keine Risikogruppe, also ich werde wahrscheinlich irgendwann im August nächsten Jahres dran sein, wenn überhaupt. Wie ist denn jetzt die Einschätzung zu diesen Impfungen? Also,
weder Impfgegner noch Armenien, eigentlich soll man nicht ängstlich, aber also ich sage es für mich ganz persönlich, ein Impfstoff, der in dieser kurzen Zeit, ohne Langzeitstudie, ohne alles, ich habe schlichtweg nur mit dem Gefühl dabei. Ich weiß jetzt, also ehrlich gesagt, ich hänge aber auch an meinem Leben, also ich möchte auch ungern an Corona oder irgendwas anderem sterben. Dann bin ich ja auch leicht über 50, Raucher, leicht überlebig, also leicht ungern. Und erfüllt ja fast alle Kriterien, von denen mal so gedroht wird. Impf oder nicht impf, oder warte ich ab, bis die erste Unfall oder. Also wir hatten das heute im Gesundheitsausschuss, heute Morgen war der ja von 9 bis um 13 Uhr. Spahn hat angekündigt, dass wir noch in diesem Jahr, im Dezember, den Impfstoff haben werden. Er hat wohl einen Hafen geordert auch, hat sich da durchgesetzt wohl und es sind ja auch Versuche durchgeführt worden. Natürlich, genau wie du gesagt hast, die sind natürlich nicht im Rahmen des Arzneimittelkontrollgesetzes durchgeführt worden, Neuordnungsgesetz heißt es, durchgeführt worden, sondern sie sind ad hoc durchgepeitscht worden. Dann wird man natürlich nicht müde zu behaupten, dass trotzdem alle Bedingungen eingehalten worden sind, was eigentlich gar nicht geht, weil es ja nun mal Zeitabläufe sind, die kann ich ja nicht einfach willkürlich beschleunigen. Man hat Probanden, man hat wohl jetzt, erst hatte man wohl das an Affen gemacht, dann hat man Probanden eingesetzt, jetzt so ein paar mehr. Aber die Kritik liegt eben daran, dass man das nicht über eine Statistikerhebung gemacht hat, sondern einfach so willkürlich da mal ein paar Leute zusammengesummelt hat und ohne genau zu gucken, nach welchen Gruppen man da, gibt es ja Verfahren, nach denen man das machen muss. Jedenfalls soll das stattfinden. Jetzt ist die Frage, wer soll denn nun geimpft werden? Und das klingt ganz komisch. Offiziell heißt es, wir haben keine Impfpflicht zu erwarten. Wird nach wie vor betont, freiwillig. Und da gibt es jetzt die Differenz, wo stehen wir? Kann es sein, dass auf alle geimpft werden wollen? Und das reicht nicht. Oder kann es sein, dass die Leute sagen, um Gottes Willen, wie du gesagt hast, das Zeug ist ja so kurz erprobt, ich will nicht geimpft werden. Und sterben an Corona, das ist sehr unwahrscheinlich. Da wärst du eher an der Grippe gestorben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, allein die Zahlen, weil wir haben ja festgestellt, das war ja auch ein Verdienst der AfD, dass wir von Professor Püscher aus Hamburg, dem Pathologen, der gesagt hat, wir müssen doch mal obduzieren, damit wir wissen, an was ist er denn nun gestorben, der Patient. Und da haben die sich geweigert und weigern sich ja heute immer wieder, sagt er immer noch, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Und seitdem kommt ja auch die Ansage, wenn ihr mal genau hinhört, an oder mit Corona. Das ist durch uns gekommen. Wir haben gesagt, Corona hat er auch noch gehabt, der wäre 3 Tage später gestorben, sage ich mal, ne? Weil das die Risikogruppen sind, die meistens da anfallen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten die Risikogruppen, die Älteren, die Gefährdeten, Vorerkrankungen, die möchten wir schützen. Da wurde ich im Plenum zusammengebrüllt als Menschenfeind, ich würde die einsperren wollen. Ich sage, nein, auf freiwilliger Basis mit Überzeugung, dass sie sich zurückhalten bei den Infektionen, bei den Viren und so weiter. Gefährlich, ein Virus tötet ja normalerweise nicht, das ist ja keine Bakterie. Der braucht einen Wirt, das kann er ja nicht leben. Und natürlich, ein Virus für einen Kranken ist gefährlich dann eben, weil die Abwehrstoffe nicht ausreichen, wenn er kein Immunsystem mehr hat. Aber für die normale Bevölkerung ist es im Grunde genommen ungefährlich. Und da kommen wir zu der Diskussion mit der Herdenimmunität, die immer noch diskutiert wird. Und dann kommen wir zu dem Hauptproblem, was wir haben. Wir möchten eine STEPKO haben, eine ständige Impfkommission, eine ständige Pandemiekommission, die von neutralen, von der Regierung unabhängigen Fachleuten und nicht von Wieler und Schade und Drosten, sondern von Leuten, die auch mal eine andere Meinung haben. Und die sollen dann in einem ordentlichen Gremium zusammensitzen, richtige Experten, und sagen zum Bundestag, Leute, wir schätzen das so ein, das wäre eure Empfehlung. So ein Streit, wie Koch und Pasteur vielleicht früher im 19. Jahrhundert geführt haben, so richtig hier, ne, da in Paris oder so, wo es richtig zur Sache ging. Sowas wünschen wir uns, und das dann kommt eine Empfehlung rüber. Und nicht, dass wir so eine einseitige Regierungsorgie dort durchführen, nach der wir uns handeln. Also im Moment sieht es so aus, dass das eine Atemwegserkrankung ist, die, wenn sie normal, mit der normal umgegangen wird, auf keinen Fall gefährlicher ist wie eine Grippe. Zumindest die Zahlen sagen es ja auch eindeutig. Die sagen es ja eindeutig. Und die Grippe ist ja viel deutlicher wirksam gewesen, auch bei jüngeren Leuten. Wir haben ja heute fast, also im großen Teil fast nur den genannten Gruppen, die ich eben gesagt habe, Ältere mit geringeren Abwehrstoffen. Dann frage ich mich natürlich auch, ja, wenn ich mich jetzt total abschotte, wie soll ich dann eigentlich mein Immunsystem in Schwung kriegen? Wir haben ja schon bei Säuglingen, bei Kleinkindern das Problem, dass die am meisten behütet waren, am ersten krank waren. Und die Kinder, die übertrieben im Dreck gespielt haben, sagt man, ja, die Fürstenkinder sind ständig gestorben, Ludwig XIV. Hat alle verloren, ne? Hat er seinen Urenkel dann auf den Thron setzen müssen, so war es ja, glaube ich, nicht. Weil alle,
Und die Kinder, die so normal aufwachsen, die haben die Abwehrstoffe gebildet. Ist sehr, sehr, sehr vereinfacht jetzt natürlich. Und wenn wir natürlich uns überhaupt nicht immunisieren, auch nicht im Leichten, wir können doch nicht ewig mit dem Taucheranzug rumrennen. Das Corona bleibt uns erhalten, immer. Wir werden mit Corona, Corona ist ja nicht jetzt neu, das ist ja schon immer da. Das gibt es ja schon seit tausenden von Jahren. Der Dr. Schlund, mein Stellvertreter, hat das letzte Mal gut gesagt bei diesem Symposium, was wir da hatten im Reichstag. Er sagt, man muss sich das so vorstellen, Kosmos, lauter Viren drin. Wenn ich da welche tot mache, da entsteht kein leerer Raum. Da kommen sofort die anderen angestürzt und füllen den aus. Also die sind einfach da. Wir müssen damit leben, nur vernünftig umgehen damit, keine Panik. Eins ist der Fakt, wir können die Wirtschaft nicht vom Gesundheitswesen trennen. Wenn keiner mehr im Kraftwerk arbeitet, habe ich auch keinen Strom mehr, um den Operationssaal zu beleuchten. Und wenn kein Bäcker mehr da ist, dann kann ich auch die Patienten nicht mehr füttern und dann gehen wir auch kaputt. Also wir können nicht sagen, das oder das, wir brauchen beides. Ich bin aber ein bisschen nicht geben, aber es wird halt Beschränkung geben. Wann das aber dann kündigt, die Unterlassung von Urlaub liegen. Und das ist ganz schön doppelbödig. Ich habe eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, weil ich ja nun mal selber Corona hatte. So. Und ich wollte wissen, warum eigentlich ich, der ja nun mal Antikörper hat, weil ich das Ding ja hatte und überstanden habe, also auf natürlichem Wege hier diese ganze Infektion durchgegangen bin, warum ich denn überhaupt eine Maske tragen soll. Ne? Also von mir kann man ja eigentlich nur Antikörper kriegen. Dann war die Antwort der Bundesregierung, die Maskenpflicht ist allgemein, weil wir noch keine genauen Studien über die Funktionsweise der Immunologie im Bereich Covid-19 haben. So, Sie wissen also nicht wissenschaftlich, wie das Immunsystem mit Covid tatsächlich funktioniert und wollen dann aber in 2 Monaten einen Impfstoff haben. Das ist unlogisch. Ja? Also entweder ist dieser Impfstoff irgendwie von einem völlig genialen Menschen erschaffen, der also schlauer ist als die Immunologieforschung, die letztendlich anhand der tatsächlichen Antikörper nachvollzieht, wie der Körper Covid-19 bekämpft und also es ist außerordentlich interessant, dass man zwar den Leuten, die bereits diese Infektion durchgemacht haben, nicht die Rechte zugestehen will, die Leute haben, die eine Impfung durchgemacht haben werden, denn schließlich soll ja eine Impfdokumentation von diesen gesamten Sachen da befreien. Ja? Auf der anderen Seite, dann aber an eine Impfung glaubt, die offensichtlich dann die ewige Resistenz gegen dieses Coronavirus bedeuten soll. Das ist völlig unlogisch und zeigt eigentlich, dass hinter diesen gesamten Impfplanungen eine gewisse Unlogik zumindest steckt, wenn nicht noch weiterführende Planungen. Es gab ja schon Fälle, wo Corona, also die Corona hatten, die zweite Mal infiziert haben, angeblich auch gewesen. Da haben wir die Impfstoffe nicht auch, wenn die Konzepte trotz des Impfstoffes, kann ich mich gleich trotzdem noch wieder abschicken, oder? Naja, das ist ja der Grund, dass wir eben sagen, wir brauchen endlich mal Fachleute, ein Gremium, die wirklich mal diese Fragen beantworten können. Es ist ja auch eine Kuriosität. Spahn hat es ja selber gesagt, wir haben im Pflegebereich, weil wir wenig Leute haben, viele positiv Getestete. Also die sind praktisch, die arbeiten aber dort ganz normal. Daran sehen wir doch. Also die arbeiten dort und gehen mit diesem Positiv, mit dem, das merken die gar nicht, das können sie ja nicht arbeiten. Und wenn ihr euch mal die Statistik anhört, die wir immer bekommen, die heißt ja immer Infizierte, 460 oder 500.000 oder 600.000 irgendwas, wo wir gerade stehen, und Genesene steht auf einmal dort. Das heißt, als wenn die Infizierten krank sind, die Infizierten sind ja gar keine Kranken. Wenn ich aber sage Infizierte und dann Genesene, dann müsste ich ja sagen Kranke und Genesene, oder ich müsste sagen Infizierte und nicht mehr Infizierte. Aber diese Verwirrung der Begriffe ist schon abenteuerlich. Ja? Also ein 2/3 sind ja dann immer wieder genesen, obwohl sie ja gar nicht krank waren, sie sind nur infiziert. Ja, und dann der Rest, wie gesagt, das sind die Fälle, die wir eben besprochen haben. Also dieses ganze Ding ist so unlogisch, weil wir aus unserer Sicht vom Gesundheitsbereich sagen,
Wir haben einen zu eingeschränkten Blick von Wissenschaftlern, die zu sehr eingenordet sind von der Regierung, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist eigentlich die Frage, die keiner beantworten kann. Warum machen wir diesen Rummel? Was ist hier los? Andere Länder machen ja mit. Dürfen wir sie nicht abstreiten? Keine Antwort. Warum? Was ist hier los auf einmal in der Welt? Sind die alle verrückt geworden? Oder woran liegt das? So eine große Verschwörung, dass alle gleichzeitig so ein Mist waren, kann man sich da auch nie vorstellen. Oder, Norbert, was meinst du? Ich weiß nicht, warum die alle mitmachen. Es ist völlig verrückt und es ist ja nun wirklich leider weltweit beobachtbar, dass hier die Leute hinter Masken gezwängt werden, dass Impfdiskussionen im Gange sind. Also das ist ja nichts, was nur Deutschland betrifft, das betrifft die ganze Europäische Union, wir sehen es in den USA. Und aus China hört man immer die Mitteilung, dass sie ja angeblich schon das ganze Problem gelöst haben und die jetzt alle wieder fröhlich arbeiten gehen, wo ich mir denke, wie? Also irgendwas ist da unlogisch. Also entweder vernachlässigen die Chinesen jetzt einfach mal das Coronavirus oder das haben schon alle gehabt. Ja? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das genau läuft. Auf jeden Fall sehen wir, dass diese ganze Pandemie-Diskussion ja nun wirklich weltweit geführt wird und weltweit hier Einschränkungen der Grundrechte und auch des Wirtschaftslebens erfolgen. Mir macht das schon Sorgen, weil man halt nicht weiß, was steckt denn wirklich dahinter. Aber es wirklich eine Privatvermutung ist, dass tatsächlich die Geheimdienste wissen, dass es halt ein Laborvirus ist und dass diese starken Lockdown-Maßnahmen am Anfang, die wir direkt als Reaktion gesehen haben, einfach aufgrund der Unsicherheit auch basierten, ist das jetzt ein Kampfstoff oder wie wirkt sich der aus und was bewirkt der überhaupt? Jetzt mittlerweile sehen wir ja ungefähr, wie es wirkt, nämlich dass es eigentlich wie eine Grippe relativ ungefährlich ist. Vielleicht ist es auch gar kein Kampfstoff, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden jetzt nachträglich betrachtet eigentlich diese ganzen Lockdown-Maßnahmen völlig übertrieben. Nicht wahr? Also diesen Lockdown, den wir im März, April und so weiter gesehen haben, der war nicht nötig. Und wir als AfD haben auch gesagt, der ist nicht nötig. Das ist völlig übertrieben. Dort wurde ja alles geschlossen. So, das Problem der Regierungen ist, sie kommen jetzt aus der Sache nicht raus. Wenn sich heute Merkel hinstellen würde, morgen bei der Regierungserklärung der Kanzlerin und sagen würde, wir haben alles falsch gemacht, wir hatten Unrecht, dann wäre das eine politische Katastrophe für die Regierungspartei. Ergo wird weitergemacht mit Lockdown, ergo wird weitergemacht mit Pandemie, ergo wird weitergemacht mit vielen Dingen. Warte mal, lass ich mal. Lass mich mal ganz kurz darauf antworten. Der Begriff Kollateralschäden, das war hochinteressant. Wir hatten im Ausschuss, hatten wir zugeschaltet den Tedros hier, dem Präsident der WHO. Der war zugeschaltet im Ausschuss für Gesundheit, jetzt vorige Woche. Und da habe ich ihm die Frage gestellt, Kollateralschäden. Und da hat er losgelegt zum Entsetzen der gesamten anderen Ausschussmitglieder unserer Parteien. Der hat nämlich gesagt, wir haben fast 1 Milliarde Hungertote. Wir haben ein verseuchtes Wasser. Wir kommen nicht weiter. Und es sind 150 Millionen Kinder von der Armut betroffen. Nein, nicht durch Corona, sondern durch diese Maßnahmen, die wegen Corona ergriffen worden sind, ist alles auf Eis gelegt. Und wir sprechen ja immer von diesen gefährlichen Kollateralschäden auch bei uns in Deutschland. Wir haben ja immerhin 100.000 Operationen nicht durchgeführt. Wir haben Krebsoperationen, wo jeder Monat Verschiebung ja ein Problem ist für Krebsoperationen. Herzsachen und auch Atemwegserkrankungen anderer Art. Und das hat ja nun auch noch der Präsident der WHO in seiner Gutgläubigkeit da die Frage nicht beantwortet, zum Entsetzen der anderen, dass also dieser Begriff tatsächlich keine Erfindung der bösen AfD ist, sondern dass der tatsächlich existiert und zwar weltweit. Das war schon interessant. Ich habe dieses Untersuchungsausschusses jetzt vor einer Woche mit einer Tierärztin, Professor Blablabla, die an der Charité Versuche gemacht hat, die in der Forschung war. Und die hat uns erzählt, weil das Thema da auch, was uns ja auch, was uns alle umtreibt, das warum machen alle mit. Und die sagte eben genau das, was du sagst. Sie sagt, das kommt nicht aus dem Labor im Sinne von, es ist ein Künstliches, sondern man hat es künstlich verändert, gar keine Frage. Also das sagt nein, da gibt es Fachbegriffe genannt, da gibt es Rezeptoren, die sich ansetzen. Und ich sage, das kannst du nicht 12-mal gleich mutieren, das geht nicht. Und deswegen wäre das so. Das wird übrigens aber das Schlimmste, was du sagst. Nämlich, dass es am Anfang, und so sah das meine Anschlagung aus, dass man gesagt hat, wir wissen nicht, wie es ist. Es könnte sein, es könnten 4%, 5% davon sterben. Und deswegen hat man gesagt, wir machen jetzt mal nicht. Nur das, was die AfD, hat der Spanker ja schon gesagt, ja, wir haben immer auch im Landtag dran, immer gefordert, wir sollen das alle auf wissenschaftliche Tests stellen. Und
Überall, wo repräsentative wissenschaftliche Tests durchgeführt werden, stellt man fest, dass die Durchdeutschung der Leute ja viel höher ist. Erinnern wir uns an die Slowakei, die hat das gerade gemacht. Die hat festgestellt, 6-mal mehr Infizierte als angenommen. Und was hat die gemacht? Die hat quasi ihre Maßnahmen, die sie haben, nicht aufgegeben. Das konnten sie nicht machen, was auch eine Regierung ist, aber die haben die komplett gelockert und lassen nur noch Leute rein, die gefunden haben, dass sie nicht Corona haben. Einfach aus der Situation raus, weil es eben nicht so gefährlich ist. Logischerweise 6-mal mehr Infizierte bei der gleichen Todeszahl, dann sagt man eben, es geht in die Gefährlichkeit nicht. Aber das ist so ein Verschwörungsding, was sich hält, was selbst Leute aus der Charité, die da also quasi in der Pharmaindustrie heute arbeiten und in der Tierversuchsgeschichte, die sagen, das ist, die hatten mir auch gesagt, ich wäre Risikogruppe, weil ich fette und die erwähnt habe, und dann hätte ich jetzt glaube ich nicht mehr. Die Zahlen schon hier durch Kusten die Säule, weil wir einmal anders dargestellt, im Kreislauf haben wir auch verbunden, wo es so gehabt, die Corona-Toten, die werden in der Grafik halt immer von Anfang des Jahres reingenommen. Das heißt, wenn man die mal da reinguckt, dann denkt man, dann passen da 24 Stunden, wo es für die ganze Jahreszahl ist. Und so kann man die Zahlen nicht hinpacken, wie man möchte, aber man kann damit klären. Der Frage, den Stellvertreter der Landtag, muss man sich mal vorstellen. Die wollen uns darstellen, wie schwer die Situation in Potsdam-Mühlmark ist. Denn frei nach den Krankenhauszahlen. Na, wie ist die Belegung der Intensivstation? Besser nicht. Aber kriegt der jetzt die Anfrage? Komm jetzt. Nein, aber ich habe keine Ahnung. Dann kann der doch nicht wirklich die Lage einschätzen, wo wir jetzt hier gerade stehen. Bis dahin, also ich glaube diese Theorie auch nicht, dass die Zahlen gehen plötzlich hoch. Herr Spangenberg hat ja auch recht. Das Problem beginnt dabei, wenn wir heute davon reden, haben wir 18.000 PCR-positive Tests. Das ist noch nicht mal infiziert, das ist nur PCR-positiv. Und wir wissen, dass der PCR-Test hat 1% Falschmeldung von Haus aus. Das ist so. Das heißt also, muss man sich mal bildlich vorstellen, bei 100 getesteten Männern und Schwangerschaft ist einer schwanger. Jetzt könnte man sagen, ja, stimmt. Aber selbst dann wäre ich nicht schwanger. Aber ich wäre laut dem Test schwanger. Ich will noch mal was reinwerfen, weiß nicht, ob es interessiert. Wir hatten noch im Bundestag jetzt zwei andere Themen. Kolonialpolitik. Wir sind schuldig wieder. Wir sollen zahlen. Wir haben es verfolgt. Nur das mal, auch das war wieder. Wir waren die Böse. Deutschland waren die bösesten Kolonialherren, die es überhaupt gab. Dass die anderen 400 Jahre lang da überall rumgegeistert sind, spielt gar keine Rolle mehr. Nicht? Was aber direkt gefährlich ist bei uns jetzt zurzeit, ist wieder dieser sogenannte Integrationsgipfel. Jetzt wird wieder ein Programm, Integrationsgipfel, kreuzgefährlich. Hier wird nämlich direkt nicht mehr nur so Absichtserklärung, sondern es soll direkt festgelegt werden, so und so viel Prozent von Migranten in den öffentlichen Dienst vor allen Dingen. Also praktisch eine ähnliche Welle wie die 68er Bewegung, nur mit einem anderen Vorzeichen, aber gleiche Wirkung. Das heißt, es soll systematisch wie wird es bezeichnet, Deutschland soll eigentlich abgeschafft werden. Das wird auch offen gesagt. Ich habe hier einen Artikel von dem Herrn Bittner hier bei mir, der so ein Linker aus Dresden, der mit dem Professor Patzelt immer zusammen auftritt, der hat extra gesagt, wir müssen eine Völkervermischung haben, damit diese Deutschen endlich mal durchaus sterben oder vermischt werden, dass das Deutschtum rauskommt. Das ist für die nach wie vor ein rotes Tuch, weil dieses Volk auch im Ersten Weltkrieg wieder hochgekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder hochgekommen, innerhalb von 6 Jahren zweite Wirtschaftskraft. Furchtbarer Gedanke für die anderen. Die müssen wir irgendwie platt kriegen. Die sind so blöd. Wenn die kaputt gemacht werden, da stehen die früh auf, fangen wieder an, die Ziegel zu kloppen und bauen das auf. Das geht so nicht weiter. Die müssen irgendwie kaputt gemacht werden. Also brauchen wir eine Völkervermischung, damit dieser preußische Gedanke, der muss raus aus dem deutschen Volk. Es gibt keine andere Lösung. Und das wird offen gesagt und das macht tatsächlich wird offen direkt propagiert und die 60 Migrantenverbände, die wir hier in Deutschland haben, ungefähr quer durch alle Nationen durch, vor allen Dingen auch türkische, die fordern das sogenannte Mitsprache. Die wollen eine Grundgesetzänderung durchsetzen. Und die deutsche Bevölkerung merkt das gar nicht. Und rechnerisch ist es so, 2,5 Generationen noch oder vielleicht 1,5 sind wir in der Minderheit. Unsere Frauen haben ein Kind oder keins, die haben 3, 4. Auch wenn die dann und so weiter. Also logisch, allein schon von der Sache her. Also das ist für mich eine viel größere Gefahr als Corona. Okay.
Also im Westen hat man teilweise Städte oder Stadtteile, wo es jetzt schon gekippt ist. Ja, solche Städte wie Augsburg, da gibt's Stadtteile, wo ich glaube 52% bereits Migranten sind. München gibt es entsprechende Stadtteile und so weiter und so fort. Also es ist in gewissen Teilen des Landes deutlich. Und das wird übrigens auch am Straßenbild deutlich. Man merkt es an der Art der Geschäfte, man merkt es an der Art der Restaurants, Cafés und Bars und so weiter, die existieren, dass sich deutlich etwas ändert. Und das große Problem ist ja, dass eine Integration im eigentlichen Sinne gar nicht stattfindet. Eine Integration findet dann statt, wenn jemand in einer Minderheitenposition in ein Land kommt, das er wertschätzt, also das andere wertschätzt, und sagt, ich möchte gerne mehr werden wie der und sich dann einfügt. Das ist Integration. Ja? Das ist mir so gegangen, als ich in den USA gelebt habe, auch als ich in Frankreich gelebt habe. Ich fand das jeweils toll, aber ich habe immer versucht, mich wirklich anzupassen und ich wollte möglichst wenig mein Deutschsein raushängen lassen. Das ist Integration. Was allerdings bei uns passiert, das ist, dass wir geschlossene und relativ homogene Gruppen aus gewissen Teilen der Erde bei uns ansiedeln. Und die integrieren sich nicht, weil sie nämlich einen relativ intakten Freundes- und Familienkreis haben, den sie entweder gleich mitbringen oder den sie dann in Deutschland antreffen. Und das ist der Grund, warum es teilweise Türken, die in der dritten Generation hier sind, gibt, die kein Deutsch sprechen. Es gibt gerade in Berlin türkische Ärzte, es gibt türkische Läden, es gibt türkische Anwälte, es gibt türkische Unternehmensberater. Es gibt überhaupt keinen Grund, in Berlin Deutsch zu sprechen, wenn man Türke ist und keine Lust hat, Deutsch zu sprechen. Die können komplett hier leben, komplett eine Parallelgesellschaft aufbauen. Und es gibt diese Parallelgesellschaften für Türken, es gibt diese Parallelgesellschaften für Polen, es gibt diese Parallelgesellschaften für Russen, es gibt sie jetzt dann auch für Araber, es gibt sie für eben Afghanen, für Syrer und so weiter und so fort. Das große Problem ist, dass ich nur dann die Werte der Gesellschaft transportiert bekomme, moralische, ethische, religiöse, aber auch sozusagen Werte des Handelns, Werte des guten Wirtschaftens, Werte der guten Arbeit, Werte der guten Bildung, Werte der Kultur, Werte des Verständnisses von Geschichte, wenn die Leute sich integrieren und wenn sie dann das, was von der Gesellschaft des Gastlandes kommt, auch als Wahrheit oder als ordentliche, ja, Theorie annehmen, als ordentliches Narrativ akzeptieren. Und das sehen wir eben gerade bei ganz, ganz vielen angeblichen Geflüchteten nicht. Das sehen wir bei ganz vielen Türken nicht, die hier sind, die letztendlich ihr eigenes immer noch über das für sie Fremde, also das Deutsche, stellen. Und damit schlägt die Integration immer wieder fehl. Ja, und das ist ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Problem, was wir haben, über das sehr, sehr wenig tatsächlich gesprochen wird. Und die Migrantenverbände ist zwar schön und gut, aber Mitsprache zu fordern für Leute, die sich im Endeffekt diese Mitsprache nicht erarbeiten, ist einfach abzulehnen. Denn diese Mitsprache kann man sich erarbeiten. Wenn man sich integriert, wenn man das wirklich will, wenn man Deutsch lernt, dann kann man irgendwann, wenn man viele Jahre hier in Deutschland ist und etwas verdient, auch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Und wer wirklich meint, dass Deutschland ein super tolles Land ist, in dem er wirklich seinen Rest des Lebens verbringen möchte und sich hier wirklich aufgehoben und wohlfühlt, der wird auch diese Staatsbürgerschaft beantragen. Und wenn jemand das nicht macht, dann dokumentiert er damit, dass er gar nicht mitsprechen will. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, der gemacht werden muss. Einfach nur wild Mitsprache verteilen, einfach nur wild Rechte verteilen für Leute, die diese Rechte gar mit diesen Rechten gar nicht umzugehen wissen. Das ist ein riesengroßes Problem. Also, du hast ja auch so angesprochen mit den Ich finde es ja schon, dass sie zu uns kommen und sich nicht integrieren. Was ich noch schlimmer finde, ist, dass sie versuchen, auch in ihrer Kultur auf Deutsch überzukippen. Nicht schon mal, sind sie, sag mal, die nicht integriert in der Kasse leben oder leiden, und sind unauffällig bleiben, meine ich. Ja, da schon mal für die, wenn jetzt, wie es jetzt kommt, versuchen, in die Parlamente zu kommen. Also sind sie ja schnell schon drüber, und wenn ich gucke, dass der ganze Zeit hat, Name irgendwie Deutsch ist, da finde ich, dass ich die Gefahr größer werde in 20, 30 Jahren in der Minderheit sein werden, auch in den Parlamenten. Und dann geht es dann gleich nochmal.
Ja, und wir sehen ja jetzt schon an den Schulen, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, eine Referendarin hat ausgepackt, anonym, die war in einer Brennpunktschule, Grundschule hier in Neukölln irgendwo und hat dann beschrieben, wie das zugeht. Also da unterhalten sich dann, da ist dann das Gesprächsthema in der Pause, ob das Essen, was der Mitschüler mitgebracht hat, mit den Weisheiten des Propheten vereinbar ist. Und lauter solche Geschichten, das sind dann Tatsachen, die an der Schule passieren. Da wird Arabisch im Unterricht gesprochen und wenn das der Lehrer nicht kann oder nicht möchte, dann passen die Schüler nicht auf und so weiter. Also das sind knallharte Kulturkonflikte, die über Namensgebungen und so weiter weit hinausreichen. Ja? Es ist im Prinzip ist egal, ob der Junge Mohammed oder Matthias heißt. Wichtig ist, welche Werte wird er dann vertreten in seinem späteren Leben. Und die Schule kommt an ihn nicht ran. Und die Sozialisationstheorie sagt sehr, sehr klar, ein Kind und seine Einstellungen und seine Werte werden geprägt von drei wichtigen Einflussgruppen. Die erste Einflussgruppe, sehr einfach vorstellbar, sind die Eltern, die eigene Familie. Die zweite Einflussgruppe sind die Peergroup, Freunde. Die dritte Einflussgruppe sind Institutionen, etwa des Staates, Schule zum Beispiel. Wenn ein Kind sehr jung ist, sind die Eltern am wichtigsten und die Peergroup am zweitwichtigsten. Wenn die Kinder so Jugendliche werden, wird die Peergroup oft wichtiger als die Eltern. Aber was wir eben bei Leuten, die sich nicht integrieren, sehen, ist, dass sowohl die Familie wie auch die Peergroup aus einem fremden Kulturkreis stammen. Und nur noch alleine die Schule übrig bleibt, die als Institution dann aber abgelehnt wird. Also die Schule hat immer das schwächste Gewicht. Die Schule funktioniert immer nur dann, die Institutionen funktionieren immer nur dann, wenn auch die Eltern dahinter stehen. Ja? Wenn das Kind die Hausaufgaben nicht macht und der Lehrer moniert das, dann schreibt er zum Beispiel ins Hausaufgabenheft, der Kinder hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Der Adressat dieser Nachricht sind aber die Eltern. Wenn jetzt die Eltern zu Hause einen Aufstand machen und das Kind erhebliche Nachteile dadurch zu spüren bekommt, dass es die Hausaufgaben nicht gemacht bekommen hat oder meint, ja, ich liebe meine Eltern, ich will die Hausaufgaben auch für meine Eltern machen, dann wird es die Hausaufgaben machen. Wenn die Eltern aber nicht reagieren und sagen, was sind Hausaufgaben, dann wird das Kind die Hausaufgaben nicht machen. Ganz klar. Ja? Und das ist die Art und Weise, wie das funktioniert und weshalb auch diese Massenintegration eben nicht funktioniert, weil eben sozusagen die zentralen sozialen Gruppen, nämlich erstens die Eltern, und zweitens, der Freundeskreis, die Peergroup, einem völlig anderen Wert- und Kulturkreis angehören. Und damit verliert automatisch die dritte Sozialisationsinstanz, nämlich die Schule, an Gewicht. Wichtiger wird dann die Moschee. Wichtiger wird das, was der da in der Moschee predigt. Ne? Und damit hast du dann letztendlich diese Fortpflanzung der kompletten Parallelgesellschaften. Und das ist ein Riesenproblem, gerade angesichts der Zahlen, die wir haben. Gerade angesichts der Tatsache, dass eben viele, die unseren Kulturkreis nicht angehören, die unsere Werte nicht teilen, die höchsten Babyzahlen haben und Kinderzahlen haben. Ja, was ja angesprochen wurde mit dem öffentlichen Dienst, dass die da also über Quoten etc. rein sollen, gab ja eine zweite Vergnügen von 2014 bis 2017 beim Bundesverwaltungsamt in Köln Aufstiegslehrer als Beamter zu machen. Zweifelhaft deswegen, weil Köln einfach hässlich ist, aber real. Bundesverwaltungsamt der letzte ist. Aber dort wurden auch die Verwaltungsfacheingestellten ausgebildet. Also 7 und 16 quasi später die Angestellten, die Beamten waren, da war ein eigener Block und unter anderem die noch in Köln-Bonn ansässigen Ministerien auch dort beim Bundesverwaltungsamt ihre Anwärter ausbilden lassen. Und es war dann soweit, dass 2016, wir haben ja noch fast zeitgleich Pause mit denen, das war so richtig in der Schule, so eine Blockunterricht. Und da standen also Menschengruppen, ja, sowohl vom Äußeren her als nicht biodeutsch erkennbar waren, als auch von der Ausdrucksweise her. Also es war schlimmstes, früher haben wir gesagt Kanak-Deutsch, also irgendwas, was nur noch entfernt und deutsch ist. Und dann wohlmerkt, sollten als Verwaltungsfachangestellte für Deutschland ausgebildet werden, nicht für Fremdländer. Und irgendwann haben wir dann auch so Dozenten, das war so ein Stand der Kölsche Male, mal angesprochen, die hier unterhalten, die gesagt, die ausbilden, nö. Ich verwahre die 2 Jahre, wenn sie zweimal durchgefallen sind, sind was eh los, dann kommen die Brüder und Schwestern von denen. Und dann haben wir gesagt, die müssen auch Aufnahmetests und so wie alle anderen hätten auch. Ja, aber alle Ministerien haben eine interne Vorgabe, dass sie so viel mit
Migrationshintergrund genommen werden müssen. Und das waren die erste oder zweite Klassen, also Jahrgangsstufen, die Bulle durchgeschlagen hat. Und die haben also auch von vornherein eine Durchfallquote von ungefähr 90%, Pi mal Daumen. Und die wollten auch eigentlich gar nicht. Die haben eben zwei oder zweieinhalb Jahre, wo die Ausbildung war, ein Ausbildungsgehalt bekommen, obwohl vornherein klar war, dass sie niemals angestellt sind und nach Kommunalverwaltung werden. Und was denn wirklich, wirklich schlimm war, dass also selbst schlechte Noten, also die Quote hat die schlechte Note geschlagen. Da wurden welche genommen, die im normalen Auswahlverfahren nicht mal durch die erste Prüfung gekommen werden. Also es gibt diese Quoten schon, die werden jetzt nicht offiziell so genannt, sondern jetzt sind so wie halt Schwerbehindertenquoten und so weiter, haben die Ministerien eine Selbstverpflichtung. Sind die eigentlich? Also es gibt die schon. Es ist sogar so, dass diese Quoten nicht bloß auf den öffentlichen Dienst ausgeweitet werden sollen, auch bei den Einstellungsgesprächen der privaten Unternehmer müssen die in Zukunft darauf achten, dass sie den Nichtdeutschen und der mit dem fremdländischen Namen, dass der auf keinen Fall in irgendeiner Form, also einen Anlass vorbringen kann, dass er wegen seines Namens oder seiner Farbe oder Herkunft benachteiligt ist. Das heißt, für den Privatunternehmer ist es kreuzgefährlich zu sagen, ich nehme den nicht. Da muss er sich wirklich was einfallen lassen, damit er, dass er sagt, also ich konnte ihn wirklich nicht gebrauchen. Ansonsten kriegt er sofort den Vorwurf ab, Rassismus. Nicht? Also jetzt, wir kennen das schon, der weiße, wie heißt der alte weiße Mann, dieser sogar junge Männer der CDU und SPD nehmen das mit und spotten rum und sind so blöd und denken gar nicht dran, dass wenn sie Glück haben, auch mal ein alter weißer Mann werden. Die schimpfen selber noch auf die alten weißen Männer, was jetzt von der Black Matter Bewegung darüber kommt, obwohl sie selbst mal, also ich bin eigentlich sprachlos manchmal, aber die Blödheit fällt mir, kann da schon nichts mehr sagen. Nicht? Ja. Habt ihr da noch mal eine Frage an uns, wenn irgendeine so was unser. Was? Ja, ihr wisst eigentlich. Eins weißt du offensichtlich nicht, schuld sind nicht die Ausländer, schuld ist die eigene deutsche Bevölkerung. Wir haben es da selber eingebrockt und die Ausländer machen eigentlich nur ganz rational das, was es geht. Das wird, die verhalten sich ganz normal, die greifen, was sie kriegen können. Wir können von denen nicht verlangen, dass sie nett und gut sind, das können wir vielleicht moralisch einfordern. Aber im Grunde genommen sagen die sich, wenn die Deutschen so bescheuert sind und mir auf dem Tablett alles geben, die Goldgräber in Alaska mussten dafür noch arbeiten, ne, zum Goldbuddeln. Unsere gehen zum Sozialamt, halten die Hand auf, ist viel einfacher. Also wir sind selber dran schuld und wir müssen immer nur fragen, ich habe zum Norbert vorhin gesagt, im Auto, wenn sie meckern, wo hast du dein Kreuz gemacht am Wahltag? Wo hast du es gemacht? Deine Oma, hast du sie mitgenommen zur Wahl? Nee, ich hatte Geburtstagsfeier, ich konnte nicht. Bitte, da hast du Salat. Ja, und damit haben wir schon ein schönes Schlusswort. Wir brauchen gute Politiker, wir brauchen gute Pressearbeit, aber was die Presse nicht leisten kann, ist auch eigene Medienarbeit. Deswegen sind wir ja sehr aktiv auf sozialen Medien und so weiter, filmen alles mit und erreichen da ja auch übrigens sehr, sehr hohe Zahlen. Also die AfD-Abgeordneten haben gerade auf YouTube und Facebook und so weiter mit Abstand die höchsten Zugriffszahlen, die höchsten Abonnentenzahlen. Wir überflügeln da weit etwa Abgeordnete der Union oder der FDP oder sowas, weil die natürlich auch einen einfacheren Zugang haben zu dieser, wie bereits gesagt wurde, Meinungspresse. Wenn halt die Meinung des Journalisten mit der Meinung der Partei korrespondiert, hat man eine höhere Chance, berichtet zu werden. Wir korrespondieren nicht ganz so häufig und wir müssen durchdringen mit harten Fakten, mit auch wirklich persönlicher Netzwerkarbeit. Das gehört leider in der Politik genauso dazu, also auch mit Journalisten. Und dann hat man die Chance, veröffentlicht zu werden und dass man auch gewisse Inhalte an die Bevölkerung bringt. Aber wer noch nicht abonniert hat, kann das natürlich gerne tun. Also ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe einen Facebook-Kanal. Detlef, du auch? Nö, egal. Das wird auf jeden Fall veröffentlicht und wir... Genau. Nein, und wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt gerade in Vorbereitung auf eine Bundestagswahl, die ja vielleicht nächstes Jahr kommt, ich persönlich habe da meine Zweifel, dass sie tatsächlich durchgeführt wird und kommt. Ich
glaube, da werden uns noch einige Überraschungen ins Haus stehen. Aber wenn wir nächstes Jahr Bundestagswahl haben sollten, dann müssen wir da mit einer klaren Strategie, mit guten Leuten, mit einem guten Programm, mit guter Politik und mit vor allem auch wieder der Authentizität reingehen, die wir mal hatten und die wir vielleicht auf dem Weg ein bisschen haben liegen lassen, die müssen wir wieder an den Tag legen, denn nur so sind wir überzeugend. Authentizität ist das Einzige, womit wir letztendlich für uns werben können. Mit dem Mut zur Wahrheit, mit Fakten, mit der Wirklichkeit und auch mit dem ganz klaren Versprechen, das uns aber sofort abgenommen wird, wir werden die Wahrheit vertreten. Wir werden für die Fakten einstehen und wir werden hier weder Ideologie betreiben, noch in irgendeiner Weise die Leute hinters Licht führen, wie das die Bundesregierung die ganze Zeit gemacht hat. Deswegen sind wir ja auch letztendlich die echte Alternative zu Merkel und ihren Konsorten. Und ich glaube, von den Qualifikationen her haben wir es drauf und wir müssen jetzt gucken, dass wir letztendlich diese Stimmen in der Bevölkerung kriegen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Detlef fürs Kommen, dass du mitgekommen bist. Ja, schönen Abend allerseits.